You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schermi hier und willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar schauen wir uns hier genauer an, wie man denn die Kul'Tiraner freischalten kann, also das verbündete Volk auf Seite der Allianz. Ich mache das wie auch schon bei den vorherigen Videos zu den verbündeten Völkern. Und zwar schauen wir uns hier wirklich Quest für Quest an, was exakt ihr abschließen müsst, damit ihr das Volk freischalten könnt. Man muss im Vorhinein schon mal sagen, dass die Kul'Tiraner am längsten dauern zum Freischalten. Das gleiche gilt wie bei Horde auch die Zandalari-Drolle. Das sind zwei Völker, wo man am längsten dafür braucht, aber man schaltet nebenbei auch noch gleich die Dunkleisenzwerge mit frei, denn man macht hier sowieso hier die Kampagne durch, die Kriegskampagne, und da sind die gleich mit inbegriffen. Was brauche ich also genau, um dieses Volk freizuschalten? Das erste, was ihr benötigt, ist ein Charakter auf Stufe 50, idealerweise mit dem ihr das Ganze durchspielen möchtet. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Charakter durchspielen, wenn ihr gerade in der Levelphase seid. Das heißt, wenn ihr gerade sowieso einen Charakter levelt, dann könnt ihr nebenbei gleich die Achievements mitmachen. Aber gewisse Parts von den Erfolgen sind nur ab gewissen Levelfortschritten möglich. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel ein gewisses Level erreichen, damit es halt wieder weitergeht. Das habt ihr halt in dem Falle nicht, wenn ihr bereits Level 50 seid oder höher, also Level 60 wie in Shadowlands. Dann könnt ihr natürlich gleich alles auf einen Schlag durchmachen. Aber wenn ihr gerade, wie gesagt, sowieso schon einen Charakter levelt, dann empfiehlt sich das natürlich ganz gut nebenbei. Um die Kul'Tiraner freizuschalten, brauchen wir unter anderem auch zwei Erfolge. Diese Erfolge findet ihr wie immer hier unten auf Erfolge einmal draufdrücken. Und dann könnt ihr hier oben jederzeit die Erfolge einfach suchen. Und den ersten Erfolg, den wir brauchen, das ist Wogen der Rache. Wogen der Rache ist die Kriegskampagne aus BFA selber, also aus Battle for Azeroth. Und da braucht man einfach nur alles abschließen. Allerdings, Wogen der Rache kriegt man erst, nachdem wir die Main-Kriegskampagne durchgemacht haben. Das heißt, das ist eigentlich schon das zweite Kapitel. Das heißt, im Vorhinein machen wir eigentlich schon die normale Kriegskampagne, wo wir dann eigentlich die Dunkleisenzwerge auch mit freischalten würden. Deswegen auch vorher schon gesagt, die Dunkleisenzwerge wären hier eigentlich gleich mit dabei. Der zweite Erfolg, den wir brauchen, das ist eine vereinte Nation. Das heißt, wenn wir hier oben wieder eingeben, eine vereinte, dann sehen wir hier auch gleich den Erfolg hierfür. Und da sehen wir schon, wir brauchen insgesamt drei Kapitel dafür. Und das ist einmal Meister der Lehren von Kul'Tiras. Das heißt, wir müssen einmal Kul'Tiras ausquesten, das heißt Tiragard, Trastva, als auch das Sturmsangtal. Und wenn wir das beendet haben, dann gibt es nochmal eine extra Questreihe. Damit schließen wir dann der Stolz von Kul'Tiras ab. Und ganz am Ende gibt es dann halt eine vereinte Nation, die Quest dafür, beziehungsweise auch den gleichnamigen Erfolg. Hört sich jetzt vorerst gar nicht mal so viel an, ist allerdings doch einiges an Quests, was man hierfür abschließen muss. Und wie gesagt, wir fangen hier wieder Stück für Stück an. Um überhaupt erstmal nach Battle for Azeroth zu kommen, brauchen wir natürlich die Startquest. Und die Startquest, die findet ihr hier im Handelsdistrikt. Und zwar seht ihr, dass sie hier schon mittendrinnen. Da haben wir hier neben dem Auktionshaus nämlich diesen Heldenaufruf und davor steht der Heldenherold, der uns diese Quest gibt. Jetzt allerdings noch eine wichtige Information, vor allem wenn ihr das mit Stufe 60 abschließt. Ich würde es euch auch empfehlen, wenn ihr niedrigere Stufen besitzt, denn dann könnt ihr hier auf die Lupe bei der Minimap drücken, auf Aufspüren und dann sicherstellen, dass niedrigstufige Quests hier ein Haken gesetzt ist. Denn wir sehen schon direkt vor mir, wenn hier kein Haken gesetzt wird, dann sehe ich auch diese Ausrufezeichen automatisch. Und die sind natürlich ganz, ganz wichtig, damit wir in Zukunft auch wissen, wo es weitergeht. Das heißt, die erste Quest, die wir hier benötigen, das ist Gezeiten des Krieges. Die Quest bringen wir dann ganz einfach nach Burg Sturmwind und zwar zur linken Seite einfach rein. Dort finden wir dann Anduin und Co. Die beraten sich kurz, kriegen hier eine kurze Cutscene und im Anschluss können wir das hier einmal abgeben und kriegen dann die Folgequest, die Nation Kul'Tiras. Jetzt können wir hier einfach zum Hafen von Sturmwind runterfliegen. Dort finden wir jetzt Jaina am Rumstehen und können hier einfach mit ihr reden, um nach Kul'Tiras zu reisen. In Kul'Tiras angekommen, können wir das Ganze gleich wieder bei Jaina einmal abgeben und kriegen die Folgequest Tochter der See. Im Anschluss finden wir uns hier eingesperrt wieder in Tol Dagor. Dort kennen wir auch, oder dort lernen wir auch zum ersten Mal Finn Schönwind kennen, bei dem wir die Quest wiederum beenden können und können dann auf und davon mit Finn als nächste Quest hier einmal annehmen. Und jetzt ist das Ganze ganz simpel. Wir drücken einmal den Hebel hinten, kämpfen uns dann nach vorne durch, erledigen einmal den guten Konrad, schnappen uns das Azeretpulver und dann geht's hier auch schon wieder raus aus Tol Dagor. Und am Ende fliehen wir dann ganz einfach durch den Tunnel, erledigen Baraten, gehen dann nach links hier außerhalb von Tol Dagor weiter. Hier finden wir das Fluchtboot für uns und das bringt uns zurück nach Boralus. Und damit sind wir auch schon wieder zurück in Boralus. Wenn ihr dieses Szenario bereits mindestens einmal gespielt habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das direkt am Anfang bei der ersten Quest, die wir bei Anduin abgegeben haben, die Quest weiterhin zu skippen. Das heißt, wenn ihr dann zum Hafen runtergeht, wo ihr mit Jaina mit dem Boot losfährt, da habt ihr dann eine Skip-Option, dass ihr das einfach überspringen möchtet. Ansonsten steigt ihr hier gleich aus wie ich oder fangt dann im späteren Verlauf ebenfalls hier wieder an und geht dann im Endeffekt gleich weiter. Das heißt, jetzt können wir hier mit Telia reden und können die Quest hier mit Finn einmal abgeben.
abgeben und kriegen dann hier Orientierungslauf. Und das ist auch die Quest, die man kriegt, wenn man dann normalerweise das Ganze geskippt hat. Denn hier wird einem einfach einmal kurz die Stadt gezeigt. Weil wir uns hier einmal komplett umgesehen haben, empfiehlt es sich auch hier den Ruhestein einmal kurz zu setzen, als auch den Flugpunkt anzunehmen. Und dann können wir das bei Telia wieder abgeben und kriegen als Folgequest der alte Ritter. Sollte Carsten hier in eurem Fall nicht hier sein, weil er das Ganze von oben betreten habt, dann müsst ihr hier einmal kurz bei der Hinterseite vom Büro des Hafenmeisters einmal kurz rausgehen und wieder reingehen. Dann sollte normalerweise eine Cutscene starten und dann marschiert er auch gleich hier rein. Jetzt können wir uns also hier mit ihm einmal unterhalten und zwar hier mit schüttelt seine Hand und dann kommt hier eine kurze RP-Szene. Wenn er uns die Geschichte hier zu Ende erzählt hat, dann können wir hier wieder zu Telia gehen und können der alte Ritter wiederum bei ihr abgeben. Die Folgequest ist hier das Sanktum der Weisen. Das können wir hier wieder annehmen und damit müssen wir uns einmal nach oben begeben, denn dann werden hier die Portale erschaffen. Portale offen, geht es wieder zurück zu Telia und da können wir die Quest wiederum abgeben und kriegen dann eine gespaltene Nation. Jetzt können wir uns nämlich hier einmal die Cutscene ansehen, die können wir alternativ auch skippen, denn hier werden uns die einzelnen Informationen erzählt, was denn zu den jeweiligen Zonen genau dazu passt. Und dann können wir hier die Speerkarte untersuchen und uns hier für eins der Questgebiete entscheiden. Wenn ihr das hier gleich auf mit mir machen wollt, dann könnt ihr natürlich die gleichen Questgebiete wählen wie ich in dem gleichen quasi Reihenfolge. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch jeweils selbst machen. Ich schaue, dass ich jedes Questgebiet unten einzeln einmal abhake, sodass es halt als Zeitstempel einmal im Video sehen könnt. Wir machen hier in dem Fall den Anfang mit Tiergard. Nach Annahme von Tiergard können wir das hier beide Quests wieder einmal bei Telia abgeben. Das sehen wir schon, Segel setzen gibt es ja als Erfolg. Zweite Quest geben wir auch noch ab. Was wir allerdings noch machen können, dass hier einmal den Fernpass holen. Da können wir ebenfalls hier einmal annehmen und das direkt wieder abgeben. Das ist nur dafür da, damit wir da in Zukunft mit den kleinen Bötchen reisen können. Falls ihr halt noch nicht fliegen könnt, ist das sehr, sehr praktisch, wenn man mit den kleinen Bötchen halt hin und her fahren kann. Und die erste Quest, die wir tatsächlich brauchen für die Tiergard Story, die finden wir hier gleich links neben uns und die ist von Finn Schönwind. Da können wir direkt hingehen und die Quest einmal annehmen und anschließend hier einmal kurz aufs Fass schießen. Dann können wir das Ganze auch direkt wieder abgeben bei ihm und kriegen hier auch gleich eine Folgequest. Und zwar kriegen wir die jetzt von Carsten Jammertal. Da können wir einmal anreden und sehen dann hier die Handelskompanie Aschenwind und das ist die Quest, die wir hier einmal annehmen. Und wenn ihr den Fernpass vorher nämlich abgegeben habt, dann könnt ihr jetzt einfach hier rüber reisen zum Osthafen und zwar mit dem kleinen Bötchen, das euch auf der Karte markiert wurde. Hier finden wir dann die guten Cousins. Da können wir die Quest wiederum beenden und kriegen hier gleich drei neue. Und zwar ist es einmal verdächtige Lieferung, einmal Arbeitskampf und hier von der guten Olivia kleine Knechte. Was ihr hier noch annehmen könnt, das ist direkt vor der Aschenwindgießerei. Und zwar sehen wir, dass eben auf der Minimap eingezeichnet sind, mehrere von den Aushängen. Könnt ihr einfach einen davon annehmen. Für die Quest Mitteilung der Verwaltung. Nachdem wir dann einige der Kinder befreit haben, die zwei Oberhäupter gekillt haben, ein paar Schätze untersucht haben, also auch hier generell ein bisschen aufgeräumt haben, können wir bei Cousins und Finne die beiden Quests, beziehungsweise die vier Quests mittlerweile, alle abgeben. Und wenn wir die abgegeben haben, dann können wir hier ganz einfach die Folgequest annehmen und das ist direkt vor der Nase. Für die Quest geht es ab nach Bronnhafen und dort können wir dann bei Finne Schönwind die Quest hier wiederum beenden und kriegen ja auch schon das erste Kapitel abgeschlossen, die Handelskompanie Aschenwind. Die Folgequest, die wir jetzt brauchen, das ist hier Stichproben und dabei müssen wir hier einmal kurz Sachen untersuchen. Haben wir die zwei Gegenstände aus Bronnhafen einmal kurz geklaut, geht zurück zu Finne Schönwind, geben das hier ab und dann kriegen wir hier verladen und verschickt. Dabei müssen wir uns einmal aufs Schiff schleichen, nachdem wir hier mit ihm geredet haben. Wie wir sehen, war beim Schiff einsteigen nicht ganz so geil die Idee, denn das ist hier gesunken. Dann kommen wir hier bei der Klagenbrille einmal raus und finden ja auch schon vorne den Strandgutsammler Björn, bei dem wir unsere Quest hier wieder abgeben können. Die Folgequest, die uns hier interessiert, das ist geködert und gefangen. Und die Quest, die Schiffsbrüchigen, können wir von Björn ebenfalls annehmen. Das können wir hier bei der Klinge einmal abgeben und dann kriegen wir hier die Folgequest Meine liebsten Dinge, Verstummen der Schwester, als auch hier vom guten Sören lokale Spezialitäten. Und ein Stück weiter unten finden wir ja auch noch den Captain Kielsen und da kriegen wir noch die Quest Blutgedrängte Fluten. Und auch hier wieder ganz simple Quest, ein paar Gegner töten, als auch ein paar Gegenstände wie den Kompass looten. Das können wir da alles zur Schiffbruchhöhe zurückbringen und können das Ganze hier einmal abgeben. Haben wir das gemacht, kriegen wir den Kapitelfortschritt Schiffbrüchige und Ausgestoßene. Nachdem wir uns bei der Schiffbruchhöhe kurz informiert haben, wo sich der gute Finn denn befindet, können wir hier dann weiter nach vorne, wieder zurück zum Strand und da finden wir die gute Lugea. Die müssen wir einmal töten, damit wir den guten Finn hier aus ihren Klauen befreien können. Wenn wir sie erledigt haben, geben wir die Quest nicht dort drüben ab, sondern Finn schön
Höhenwind läuft dann erstmal weg. Den finden wir ein Stückchen weiter hier drüben wieder und können dann hier anschließend mit ihm reden. Verliebt und verloren ist dann die Folgequest und jetzt müssen wir einfach bei dem guten Finn dabei bleiben, denn der läuft hier ganz betorkelt durch die Gegend. Die Quest dauert ganz schön, denn der torkelt da ordentlich rum, bis er mal finally hier vorne bei Freihafen ankommt. Dann können wir das wieder hier bei ihm beenden und kriegen als Folgequest Freihafen. Können ja einmal das Fernrohr vor ihm benutzen, die Quest anschließend wieder abgeben und dann die Folgequest Papiere bitte einmal annehmen. Die zweite Quest, die er zur Verfügung hat, die Eisenfluträuber, könnt ihr auch gleich annehmen. Wenn ihr beide Quests abgeschlossen habt, dann findet der Finn Schönwind ein bisschen weiter drüben wieder hier. Dann können wir das Ganze wieder abgeben und kriegen hier als Folgequest Kleider machen Leute. Danach einmal kurz den Hut aufsetzen und dann ab zur Kneipe hier. Dann können wir mit Finn hier einmal reden, können die Quest hier gleich wieder annehmen und zwar einmal Rodrigos Horst als auch die Quest von Venrik hoch die Tassen. Wenn wir einmal unser Glas Milch aus dem Totenschädelbecher getrunken haben, als auch hier Telias Brief abgeschickt haben, können wir wiederum mit Finn reden, können das wieder abgeben und dann kriegen wir hier gleich wieder Folgequests und zwar das große Ding, als auch von Venrik die Quest Rekrutierung. Nein, danke. Nachdem wir dann hier in Freihafen gut aufgeräumt haben und die ganzen Zettel von den Wänden gerissen haben, können wir hier wieder zurück zu Venrik und können hier einmal beide Quests wiederum abgeben. Jetzt kriegen wir hier als Folgequests alte Freunde. Wenn wir die Arena von Harlan, dem Schmierigen, überlebt haben bzw. Finn befreit haben, können wir bei Telia hier die Quest wiederum beenden und kriegen damit das zweite Kapitel Freihafen. Damit haben wir also schon mal gut was geschafft und können gleich die Folgequest bei ihr annehmen und zwar der Verteidiger von Delins Tor. Wir werden dann hier an der alten Truststraße einmal abgeworfen und können hier bei dem Flüchtling die Quest wieder beenden. Die Folgequest Nicht-Landezone ist unsere nächste, die wir abschließen müssen. Jetzt haben wir also verhindert, dass die drei hier an Land gehen, können wieder zurück zu dem Flüchtling der Wachgruppe, können das wiederum hier beenden und kriegen verzweifelte Verteidigung als Folgequest. Die wiederum brauchen wir nur zu Leutnant Tarenfeld hier zu tragen, der gibt uns dann hier gleich zwei Quests und zwar bewaffnete Bauern als auch Luftangriff. Und die Quest, die wir ebenfalls noch brauchen, finden wir hier ein Stück weiter hinten und zwar von Telia und da gibt es Schmerzlinderung. Wenn wir den Hof geklärt haben, geht es wieder zurück zum Leutnant, wo wir wieder beide Quests beenden können. Die Folgequest Hände weg von meiner Beute können wir hier ebenfalls annehmen. Zu Telia müssen wir natürlich auch zurück, denn dort können wir ebenfalls einmal die Quest mit dem Moos abgeben. Kurzerhand mit der Kanone einmal rumballern und wieder zurück zu Leutnant Tarenfeld. Dann gehen wir das wieder ab und kriegen die Folgequest für Kul Tiras. Dann brauchen wir noch zwei Quests und zwar einmal Feuer einstellen, als auch hier weiter oben bei Telia, die hat wieder eine Folgequest für uns und da können wir einmal annehmen, rechtmäßige Vergeltung. Nachdem ihr hier die Leute motiviert habt, als auch die Kanonen zerstört und einmal kurzerhand das Boot gesprengt habt, dürft ihr nicht vergessen, ihr müsst auch noch hier rüber einmal zu dem Landungsboot und müsst ihr noch eine kurze Bombing-Quest machen. Damit haben wir also die restliche Flotte von Delins Hafen vertrieben und können hier bei Leutnant Tarenfeld wieder zwei der Quests abgeben, dürfen sie wieder eine Belohnung aussuchen. Und wenn wir das hier gemacht haben, dann sehen wir schon, der Verteidiger von Delins Tor, das heißt, das nächste Kapitel ist fertig und bei Telia natürlich auch noch die Folgequest hier einmal abgeben. Dann als nächste Quest brauchen wir hier Überbringer schlechter Nachrichten. Dabei können wir einfach mit Telia mitfliegen und kommen dann bei der Platz der Einheit in Boralus wieder raus und können die Quest hier bei ihr wiederum beenden. Folgequest, jetzt gibt's Ärger, können wir dann gleich annehmen und müssen hier ein paar der Wachen versammeln. Haben wir die Wachen versammelt, können wir wieder zu Telia zurück, können das wiederum abgeben und kriegen die Folgequest Augen öffnen. Nach einer kurzen Cutscene sehen wir dann schon, was hier alles schief läuft und können bei Telia die Quest wieder beenden und kriegen dann der Gegner in den eigenen Reihen. Und als zweite Quest gibt es auch noch frische Luft dazu. Beides können wir ganz einfach automatisch abgeben über unseren Quest-Tracker hier und dann sollt ihr vorne das Prachtmeer Streitross stehen, mit dem wir hier die Verfolgungsjagd beginnen. Nach der kurzen, rasanten Verfolgungsjagd auf dem Pferd können wir bei Telia die Quest hier wieder beenden. Und dann kriegen wir hier von Catherine die Folgequest und zwar Prachtmeers Palais. Dafür geht's zurück ins Büro des Hafenmeisters, dort finden wir nämlich Gen Graumähne, bei dem wir die Quest hier wieder beenden können. Dabei brauchen wir uns nur ein Item aussuchen und sehen schon, der Gegner in den eigenen Reihen. Damit haben wir schon das nächste Kapitel fertig. Jetzt machen wir das nächste Kapitel und zwar das Anwesen der Norwinsons. Dafür gehen wir hier einmal kurz bei Boralus hier über die Brücke hinaus Richtung Haderfurt. Da sehen wir schon die Brücke und wenn er dann einfach hier einmal kurz rechts abbiegt, dann solltet ihr hier auf dem Tisch eine Quest finden und das ist die förmliche Einladung und zwar das Fest der Norwinsons. Für diese Quest müssen wir einmal zur Fuchsbauwaldung, das ist in der Nähe von dem Anwesen und da sehen wir so ein kleines Zeltlager. Bei Anne können wir dann die Quest hier einmal beenden und kriegen hier einmal die Wieseljagd als Folgequest, als auch hier ein gewisser Anteil an Gefahr und Bollers und Vögel. Nach einer kurzen Jagdsession können wir das hier auch gleich wieder allesamt abgeben und dann kriegen wir hier gleich eine Folgequest und zwar von Marina Kenner, das können wir hier wieder annehmen und das ist Fluchtreiter.
Da finden wir sie ein Stück weiter vorne in der Nähe von dem Droglager und können die Quest wiederum hier bei ihr abgeben. Dann kriegen wir zwei Quests, und zwar einmal auf Emils Spuren als auch lästige Droglodiden. Und eine Quest, die er ebenfalls noch braucht, die findet er auch gleich hier am Anfang im Lager, und zwar von dem Saurolisken hier, und zwar Saurolisken-Flucht. Und gleich gegenüber auf der anderen Seite, da haben wir Quest Nummer 4, die wir hier bei dem Hub brauchen, und das ist hier der Rezeptstein mit der Quest Steinsuppe. Die Suppenquest können wir anschließend draußen einmal beim Suppentopf abgeben, und die Quest, wo wir hier den guten Emil befreien müssen, können wir gleich hier bei ihm abgeben. Den Rest müssen wir wieder nach draußen tragen. Und zwar zu Maria Kenner. Wenn wir das wieder abgegeben haben, kriegen wir die Folgequest auf Geheiß des Lords. Jetzt können wir also in das Anwesen der Norwinsens und können hier bei Adrian Norwinsen die Quest beenden und kriegen dann hier Seid hier Gast. Dabei lernen wir das Anwesen ein bisschen kennen, können es wieder zurück zu Adrian tragen, die Quest, und kriegen dann Reiten für Anfänger. Die Quest ist auch relativ selbsterklärend, da lernt man einfach ein bisschen mit dem Pferdchen hier umzugehen. Das können wir wiederum bei ihm abgeben, und als nächste Quest brauchen wir hier den Pferdebringdienst. Hier können wir einmal kurz auf Rosa aufsetzen und ihn anschließend hier zu Adrian runterzubringen. Dann können wir nämlich bei ihm die Quest wieder beenden und kriegen jetzt noch die Quest Nichts geht über eine Trogparty. Die Quest nebenbei, die brauchen wir auch noch, und das ist die Quest Der Klang der Berge. Und nach Abschluss können wir wieder beide Quests hier nach oben zurücktragen, und damit sehen wir, wir haben das nächste Kapitel abgeschlossen. Und damit kommen wir zum letzten Kapitel in Tiragard, und das finden wir hier ganz vorne, und zwar bei der Werft, bei der Angelpunktwerft, um genauer zu sein. Da sehen wir schon, wir stehen hier ganz vorne am Kap, und dort finden wir Bruder Terold, und der gibt uns die erste Quest Unterstützung für die Werft. Dafür brauchen wir nur ein paar Kleinigkeiten für den guten Bruder Terold looten. Das können wir dazu zurückbringen, und dann kriegen wir hier ein Heilmittel aus dem Meer als auch Hai-Alarm einmal, was wir annehmen können. Und hier weiter drüben von Okri Werkelkant kriegen wir hier noch eine Quest, und zwar stechende Dornen. Nach einer kurzen Tauch-Action können wir wieder alle drei Quests hier zurück hochtragen, und Bruder Terold hat gleich die nächsten zwei für uns, und zwar einmal Algencocktail als auch das Geschehen an den Docks. Wenn wir hier ein paar der Bürger befragt haben und hier ein paar geheilt haben, können wir wiederum zu Bruder Terold, der jetzt hier weiter vorne steht, zurückgeben und können hier einmal beide Quests abgeben. Nächsten Quests, die wir brauchen, sind Evakuierung der Gefahrenbereiche als auch kontaminierte Lieferungen. Und auch hier, da schickt uns einfach immer geradewegs ein bisschen weiter, könnt ihr bei Bruder Terold wiederum beide Quests abgeben und kriegen ja als Folgequest besitzergreifende Kopfbedeckungen, als auch von Carsten der junge Lord Sturmsang und der Verrat der Wache. Zwei Quests, die wir ebenfalls noch brauchen, finden wir bei den Ladedocks. Das seht ihr eh wieder ganz einfach hier im markierten Bereich, das auf der Minimap ein Ausrufezeichen ist. Der befindet sich nämlich hier drinnen in der Mitte bei den Ladedocks, das Verwalter Jarold. Und hier gibt es nochmal zwei Quests, und zwar gefährliche Fracht, als auch innere Feinde, die wir beide benötigen. Jetzt können wir also wieder alles abgeben gehen, und nicht vergessen auch bei den Ladedocks, also da, wo wir in der Mitte die zwei Quests angenommen haben, die dort ebenfalls wieder abgeben. Den Rest bringen wir hier zu Bruder Terold als auch zu Carsten, und da können wir wieder beides abgeben. Von Brennan Sturmsang kriegen wir die nächste Quest, und das ist in Sicherheit rudern. Damit kommen wir zu unserem letzten Außenposten, und zwar ist das der Sturmtaklerposten. Dort können wir bei Brennan Sturmsang die Quest wiederum abgeben und kriegen gleich einige neue Quests, und zwar einmal unheimliche Anrufung, dann kriegen wir hier der Tod in den Tiefen, als auch hier die Quest die entweihte Tiefsee. Und am Ufer finden wir noch Rosalinde, und dort kriegen wir noch Das sind keine Fischeier. Und nach einer erneuten Tauchsession geht es wieder zurück zum Sturmtaklerposten, wo wir wieder alles abgeben können. Und nach einer kurzen Cutscene kriegen wir dann von Rosalinde gleich die Folgequest, und das ist der tödlichste Fang. Nachdem wir den Riesenkraken erledigt haben, können wir wieder zurück mit dem Greiffliegen zu Brennan Sturmsang, bei dem wir hier die Quest wiederum beenden können. Und damit haben wir also unser erstes Kapitel komplett beendet, und das ist ein sündhaft guter Plan. Damit brauchen wir nur noch zwei Zonen. Und damit gehen wir auch schon weiter zum nächsten Gebiet. Und zwar gehen wir wieder zurück zum Büro des Hafenmeisters, wo wir im Endeffekt schon ganz am Anfang hier in Boralus waren. Und können dann an der Karte hier wieder ganz einfach für die nächste Zone die Quest annehmen. Und die zweite Zone, die wir machen, das ist Trustwar. Das heißt, in dem Fall wählen wir einmal Trustwar aus. Und dann sehen wir, hier ploppt gleich eine Quest auf. Die können wir wiederum bei Telia hier einmal abgeben. Wenn wir die abgegeben haben, dann kriegen wir als Folgequest der verschwundene Fürst. Und dafür müssen wir erstmal nach Trustwar reisen. Das wiederum können wir dank dem Fernpass machen, indem wir einfach vorne in das Schiff einsteigen und dann rüberfahren. Trust war angekommen, müssen wir erstmal hier mit Cyril Weiss, dem Bürgermeister, interagieren, und danach können wir hier das verfluchte Bildnis einmal kurz anklicken. Wenn wir das gemacht haben, können wir nämlich hier die Quest wiederum abgeben und kriegen hier eine Folgequest, und zwar von ihm selber, von dem Zettel, den er aufgehängt hat, und da ist die Quest Zeichen und Omen, und dafür müssen wir einmal hier kurz die Stadt durchsuchen. Wenn wir die drei Items untersucht haben, können wir wieder zurück in die Stadt zum Buch, können die Quest hier abgeben und kriegen dann die alte auf Abwägen und müssen uns jetzt auf die Suche
Suche nach der Hexe machen. Die finden wir wiederum im Haus hier in der Nähe, wo wir angekommen sind. Mit dem Boot können wir hier reingehen, können bei Helena Sanftmut die Quest hier beenden. Und dann kriegen wir hier Hexenjagd als Folgequest und sehen gleich, wenn wir uns hier auf dem Stuhl setzen, dass sie die Hexe ist. Sobald sie flieht, können wir uns einmal hier umdrehen und sehen auf dem Sessel hier ein paar verbliebene Folianten. Und da können wir fort mit dem Fluch annehmen. Die Quest brauchen wir ebenfalls. Hexenjagd können wir nach Abschluss direkt im Interface abgeben und fort mit dem Fluch tragen wir zurück nach Fallhafen zu dem Bildnis hier. Da können wir es wiederum abgeben und kriegen dann das letzte Bildnis als Folgequest. Und dabei können wir jetzt das Bildnis zerstören und müssen darin den Gegner killen. Wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir, dass alle wieder hier zum Leben erwachen. Und dann können wir hier bei Cyril Weiss, dem Bürgermeister, die Quest direkt abgeben und kriegen hier auch gleich eine Folgequest. Und zwar die Tochter der Familie Kronsteig. Dafür müssen wir einmal zur Galgenschere, die befindet sich hier drüben. Und dort finden wir auch gleich die gute Lucilia. Die wird allerdings hier angeklagt und können hier beim Wachtmeister die Quest beenden. Wenn wir die Quest beendet haben, kriegen wir hier die Beschuldigte als Folgequest. Wenn wir mit ihr geredet haben, dann können wir wiederum hier mit Marshall Elks mal reden. Können die Quest hier wiederum beenden und dann kriegen wir hier zwei Quests. Das ist einmal die Augen des Waldes, als auch im Falle eines Überfalls. Fallen platziert und die Tiere getötet, können wir das wieder zu Marshall Elks mal zurückbringen und können dann anschließend hier bei Lucilia Kronsteig die Folgequest annehmen und das ist Prüfung des Aberglaubens. Ein paar Bewohner hier unten befragen, dann wieder zurück zu Lucilia und hier die Quest wiederum beenden. Jetzt kriegen wir gleich drei Quests, die wir brauchen. Das ist die Lösung stinkt, Blutsaugersammlung und Risiken und Nebenwirkungen. Die drei Quests tragen wir ebenfalls wieder zurück zu Lucilia und kriegen dann die Beweislast und hier müssen wir erstmal die ganzen Proben durchführen. Und nachdem wir hier die Tests durchgeführt haben, können wir dann hier bei ihr das Ganze wieder beenden und kriegen damit die Beweislast, das zweite Kapitel. Dann geht es hier gleich weiter und zwar wieder von ihr und dann nehmen wir die Quest der Fluch von Schnitztal an. Mit dieser Quest geht es zum abgeholzten Ufer, zur Evelyn und da können wir die Quest hier wieder beenden. Dann als Folgequest kriegen wir hier gleich retten, wen wir können und Kanten schneiden. Beide Quests wieder fertig, zurück zu Evelyn, können wir wieder beide Quests hier abgeben und kriegen hier auch gleich wieder eine Folgequest und zwar hoffentlich können sie nicht schwimmen. Hier müssen wir ganz einfach das Boot hinten verteidigen und alle Gegner killen, die kommen und wenn wir das gemacht haben, können wir es hier wieder abgeben. Als Folgequest gibt es jetzt hier gleich nochmal eine und zwar die drei Schwestern. Jetzt brauchen wir noch zwei Quests und zwar eine davon kriegen wir als Drop von den Schwestern. Das ist ein aufschlussreicher Brief, das nehmen wir einmal an. Die zweite Quest, die finden wir mitten hier in Schnitztal und zwar liegt hier so ein Bildnis am Boden, ein Talisman und den müssen wir ebenfalls hier annehmen. Bei der Quest mit dem Talisman müsst ihr das einfach wie immer wieder auf die Weidenkonstrukte am Rand benutzen, solange bis ihr eins der richtigen erwischt, dann zählt es eh direkt als abgeschlossene Quest. Alle drei Quests wieder zurück zu Evelyn und dann kriegen wir nochmal zwei und zwar die mörderische Matrone als auch Ziel ist der Zirkel. Ein kleiner Tipp für die Quest ist, dass wenn ihr alles abgeschlossen habt, also beide Quests abgeschlossen sind, könnt ihr einfach auf Verlassen drücken, denn dann steht er direkt hier wieder am Ufer und braucht nicht alles zurückrennen. Dann können wir nämlich hier wieder beide Quests bei der guten Evelyn abgeben und damit geht es eigentlich auch schon wieder zurück und zwar mit der Folgequest ein wasserdichtes Alibi. Damit zurück zur Galgenschere, da können wir bei Wachtmeister Leumdner das abgeben und kriegen hier gleich dritten Kapitelabschluss und zwar den gleichnamigen ein wasserdichtes Alibi. Jetzt können wir wieder von Lucilia die Quest annehmen und das ist und Gerechtigkeit für alle. Und wenn wir hier alles abgewehrt haben, als auch kurz gewartet haben, bis sie alle aufmounten, dann können wir bei Lucilia die Quest erneut abgeben und kriegen hier die Folgequest ein kleiner Umweg. Und dafür müssen wir uns erstmal ein bisschen weiter nach drüben bewegen und zwar zum Hochwegpass, der ist hier und da finden wir dann Lucilia wieder vor, wo hier die Kutsche zusammengebrochen ist bzw. ausgeraubt wurde, können die Quest hier wieder mal bei ihr abgeben und kriegen hier Yeti-Randale als auch Bergungsrechte als Folgequest. Und eine Quest, die ihr ebenfalls braucht, das ist hier der runenverzierte Knochen. Den erhaltet ihr eigentlich fast instant, nachdem ihr eins dieser Skelette hier getötet habt, soll es eigentlich direkt droppen. Und das ist die Quest, wenn Knochen sprechen könnten. Und wenn wir diese drei Quests beendet haben, dann wartet sie ein Stück weiter vor dem Haus hier und dann können wir hier Ablenkungstaktiken annehmen, wobei wir hier einfach nur den großen Yeti umhauen müssen. Danach geht es erstmal ab ins Haus, hier müssen wir erneut mit Lucilia reden, können die Quest wieder beenden und dann gibt es hier Geschichtsstunde als Folgequest. Jetzt müssen wir rausfinden, wie wir das hier aufkriegen und das können wir machen, indem wir hier an der Wandfackel einmal an der linken Seite ziehen, denn dann fährt hier das Bücherregal natürlich an die Seite rüber. Können wir wieder gleich die Quest bei ihr abgeben und jetzt gibt es die Ruinen von Golvar als Folgequest. Die Begleitquest hier dauert ein bisschen, muss man einfach hier alles killen, was auf dem Weg liegt und dann kommen wir hier am Ende an und können hier die Quest beenden. Jetzt gibt es der Glutorden
Karten als Folgequest einmal annehmen und dann hier einfach kurz das Buch plündern. Wenn wir das Buch haben, können wir nämlich die Quest hier auch gleich wieder abgeben bei ihr und kriegen dann auch gleich den gleichnamigen Kapitelfortschritt und damit haben wir schon Nummer 4. Jetzt das Folgequest einfach wieder mit ihr reden und dann die Quest auf nach Arums Wehr annehmen. Wenn wir in Arums Wehr ankommen, können wir die Quest hier bei Lucilia wieder abgeben und kriegen hier als Folgequest eine Lektion in Sachen Hexenjagd. Hier müsst ihr einmal kurz mit allen Gegenständen interagieren. Haben wir das erledigt und ihr Nähzeug einmal rausgeholt, können wir es wieder zu ihr tragen und dann gibt es hier gleich scharf nachgedacht als Folgequest. Drehen uns einmal um und von Marshall Elkmar nehmen wir die Quest Wachwechsel an. Und wenn wir uns dann nach vorne begeben in Arums Wehr, dann sehen wir hier auch noch ein Buch am Boden legen und zwar den Herzband Zauberfolianten und da kriegen wir die Quest Instrumente böser Absichten. So, diese drei Quests können wir da zurück reintragen hier in das Haus. Da kriegen wir dann als Folgequest einen neuer Orden und jetzt müssen wir erstmal den ganzen hier in eure Tracht anziehen. Das Ganze dauert kurz, bis es abschließt und wenn es fertig ist, dann können wir hier einfach abgeben und kriegen gleich den nächsten Kapitelabschluss und zwar ein neuer Orden. Jetzt brauchen wir hier die Folgequest von Marshall Elksmar und das ist die Straße nach Korlach. Bevor wir jetzt allerdings der Quest hier folgen, sollten wir zuerst noch eine annehmen und zwar ist die direkt vorm Haus und zwar von der Inquisitorin hier und das ist die Quest die alte Straße entlang. Dafür geht es nämlich hier an die Seite des Berges rüber, da könnt ihr einfach direkt von der Base rüber rennen und findet hier Morgenlicht gleich wieder, könnt die Quest hier beenden und kriegen Teile der Geschichte als auch ehrenhafte Entladung und weiter vorne finden wir noch eine Quest. Das ist die Quest von Hauptmann Linda und das ist Clara Sieg. Einmal hinten beim Quest-NPC die Quest abgeben und die Inquisitorin läuft eh mit uns mit. Wenn wir das abgegeben haben, kriegen wir als nächstes Trustfall als Folgequest. Und wenn wir den Großen in der Höhle besiegt haben, dann läuft sie nach wie vor neben uns her und können hier die Quest wiederum bei ihr beenden und kriegen dafür Trustfall als Fortschritt hier für das Kapitel. Jetzt können wir gleich die Folgequest annehmen und das ist auf nach Falkenforst. Und diese Quest, die tragen wir auch nach Falkenforst. Der befindet sich hier unten in der Nähe vom Meer. Könnt ihr wieder bei der Inquisitorin die Quest beenden und kriegen als Folgequest Hexen behexen. Das nehmen wir einmal an. Wir sehen hier drüben gleich noch eine Quest und die nehmen wir ebenfalls an. Und die trägt den Namen Geschlossener Kreis. Mit beiden Quests geht es ein bisschen weiter nach vorne in die Stadt und zwar hier zu den Barrikaden. Dort können wir nämlich beide Quests wiederum einmal abgeben und wenn wir die beiden abgegeben haben, dann kriegen wir hier die Folgequest Halte die Barrikade und genau das machen wir. Und wenn wir den großen Dornenholz-Belagerungsbrecher besiegt haben, schließt die Quest hier ab. Können das wieder hier abgeben und kriegen hier auf Ballschwester. Und damit haben wir Falkenforst befreit, können also hier bei Lennart die Quest einmal abgeben. Und wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir auch gleich die Folgequests. Und zwar gibt es die ein Stück weiter oben wieder dort, wo die Barrikade war. Denn hier steht Martin Ness und da können wir Meister Vermisst annehmen. Den finden wir hier versteckt im Keller, können dann hier einmal die Quest beenden bei ihm. Und dann gibt es die Folgequests, sind sie zu stark. Dazu einmal das Feuer löschen hier in der Stadt und dann können wir wieder zurück zu ihm. Er steht jetzt oben beim Labor und kriegen hier als Folge Quest eine Waffe aus vergangenen Zeiten. Wenn wir den Drang zu Ende gebraut haben, können wir es wieder bei ihm abgeben und kriegen die Folgequest mit Feuer bekämpfen. Mit Hilfe vom Fläschchen flüssigen Feuers können wir das hier ganz leicht erledigen. Dann wieder zurück. Diesmal ist hier Martin Ness unten. Kriegen wir gleich den nächsten Fortschritt und zwar mit Feuer bekämpfen. Und dann geht es hier wieder weiter bei der Inquisitorin und zwar der Blutrote Wald ist die Folgequest. Dafür müssen wir natürlich auch in den Blutroten Wald. Der befindet sich ein Stückchen die Straße entlang. Dort finden wir wieder die Inquisitorin. Können die Quest wieder bei ihr beenden und dann kriegen wir hier einmal Meister Eschtal retten. Und hinterbei haben wir hier noch die Quest Dies und Das. Und wenn wir hier einmal in das Lager der Hexen nach unten gehen, dann sehen wir hier noch die gute Samantha Süß eingesperrt und da können wir die Quest Bitter Süß annehmen. Und nach einer kleinen Farmanlage für die Organe von den aus Holz bestehenden Hunden können wir das hier wieder zurücktragen und dann kriegen wir hier gleich wieder eine Folgequest und das ist Hallo Wach. Hierfür brauchen wir nur mit Eschtal einmal reden. Nach einer kurzen Zeit ist er dann auch schon fertig und wieder aufgewacht, können das bei ihm abgeben und kriegen die Quest tiefer in den Wald. Und jetzt müssen wir wieder ein Stück weiter reisen. Hier können wir dann wiederum die Quest beenden und kriegen dann gleich mehrere Quests. Und zwar Schluss mit dem Großritual, die Quest Wie verhext, als auch von Werner Eschtal, Kontrollieren der Lage und die Matronen vom Blutholz. Und nicht vergessen bei der Elite-Quest hier mit den drei Hexen, ihr habt hier eine Fiole, die ihr auf sie werfen könnt. Und wenn ihr sie drauf werft, also nicht den Special-Button, sondern die grüne Fiole hier im Inventar, dann haben die nämlich weniger HP und sind nicht mehr Elite. Und jetzt geht es wieder zurück zu dem kleinen Camp hier. Dort können wir wieder alles abgeben und kriegen dann die Folgequest in den Hallen des Trust-Königs.
Nachdem wir Gorakthul zur Flucht gezwungen haben, können wir uns hier wieder rausretten, sind wir im blutroten Wald und können die Quest hier schlussendlich abgeben. Jetzt gibt's noch die Folgequest und zwar auf sie mit Gehölz. Und wenn wir dann hier rüber zum Rand gelaufen sind mit dem Konstrukt und das Ganze abgeschlossen haben, können wir nochmal mit den Inquisitorien reden und damit haben wir diese Quest hier auch schon abgeschlossen. Jetzt könnt ihr entweder hier mit dem Reiter hier zurückfliegen, indem ihr damit interagiert, oder ihr reitet oder fliegt selbstständig zurück nach Arums Wehr. Denn die gute Inquisitorin wartet mitten in Arums Wehr auf uns, da können wir nämlich die Quest beenden und damit haben wir den Fortschritt auf sie mit Gehölz. Damit fehlen uns also nur noch zwei. Denn jetzt können wir hier mit der Main Story weitermachen und dafür geht's hier rüber zur Quest die Straße nach Korlach. Denn die können wir hier bei dem guten Elk mal wieder abgeben und dann kriegen wir die Folgequest die erste Wache. Dafür einfach in den Turm nach oben, einmal die Hexe besiegen und dann bei Elkmar die Quest wiederum beenden. Die Folgequest ein scharfes Auge können wir direkt wieder annehmen. Dabei müssen wir einmal kurz mit dem Falken durch die Gegend fliegen und die Ortschaften ausspähen und anschließend wieder zurück zu Elkmar gehen. Die Quest hier beenden und dann gibt es hier ballastbarer Schmied gesucht. Das nehmen wir hier gleich wieder an. Die zweite Quest, die ihr annehmen solltet, das ist Metalldetektor. Die gibt es nämlich einfach am Baum hier. Da steht nämlich kurzerhand der NPC direkt beim Lager, dort wo euch den Schmied befreit. Und da müsst ihr einfach 10 Items sammeln. Soll ihr bei der Quest, wo ihr den Schmied befreit, nicht nach kurzer Zeit die NPCs hier spawnen, das kann manchmal vorkommen, dann braucht ihr einfach nochmal hier rauszulaufen und anschließend, also komplett raus und anschließend wieder rein, dann soll sich das Ganze zurücksetzen. Dann geht's wieder zurück zu Marshall Elkmar, dort können wir die Quest hier wieder abgeben. Jetzt machen wir weiter mit Silberner Hoffnungsschimmer, das ist die Quest, die wir von Lucilia Kronensteiger halten. Und die Quest mit den Ärzten, die bringen wir wieder zurück zu Lucilia. Wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir hier ein verbessertes Arsenal. Denn jetzt haben wir den Schmied als auch die Erze, das heißt, jetzt können wir hier ausbauen. Wenn wir die Waffe geschmiedet haben, dann können wir hier ein verbessertes Arsenal abgeben und haben damit hier eine neue Waffe am Start. Die nächste Quest, die uns interessiert, das ist die Quest Hexenschießen. Die kriegt ihr wieder bei Lucilia Kronensteig, müsst dafür einfach nur nach Korlach und müsst dort die drei großen Hexen töten. Habt ihr das gemacht, könnt ihr wieder zurück zu Lucilia und könnt ihr Hexenschießen einmal beenden. Habt ihr das gemacht, geht's nicht weiter mit Liebe und Verlust, sondern einmal umdrehen und dann zu Arnold Ballaster gehen, denn der hat jetzt die Quest Barrierenbrecher. Und wenn ihr diese angenommen habt, könnt ihr euch nochmal umdrehen, denn jetzt ploppt hier noch eine Quest auf und zwar bei Marshall Elkmar Lesnar und das ist Tod eines Verräters. Haben wir die beiden Quests erledigt, finden wir den Inquisitor Hartwasser hier vorm Eingang, können bei ihm das Sprengpulver abgeben und können dann erzielt einen Durchbruch annehmen. Dafür brauchen wir einfach nur die Kanone hier zu benutzen. Danach braucht ihr nur hier zu warten, denn dann stürmen hier beide einmal durch das Tor durch. Dann können wir bei Elkmar einmal die Quest hier beenden, als auch bei Lucilia die Quest beenden und kriegen hier wieder erneut ein Kapitel abgeschlossen. Jetzt sind wir beim letzten Kapitel, dafür nehmen wir einmal auf der anderen Seite an, als auch von Elkmar Hexekution und ruinöse Rituale. Damit können wir wieder alle drei Quests hier zurücktragen zu den beiden und dann gibt es die letzte Quest, Sturm auf das Anwesen. Und wenn wir dann leider den guten Elkmar hier zu Ende bringen müssen, können wir dann die Quest bei Lucilia abgeben und kriegen damit den Erfolg Schluss mit Trustig. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Questgebiet, also dem Sturmsanktal. Dafür geht es wieder zurück nach Boralus, wie auch schon die vorherigen Male, und zwar wieder mal zum Büro des Hafenmeisters. Wenn wir hier drinnen sind, dann können wir wieder zur Karte gehen und können uns jetzt für die dritte Zone entscheiden, in meinem Fall hier das Sturmsanktal. Heißt also, wir nehmen einmal die Quest an und danach können wir sie gleich hier bei Telia wiederum abgeben. Haben wir das gemacht, dann gibt es hier als Folgequest die verschollene Flotte. Dabei müssen wir wieder ganz einfach hier mit einem dieser Ruderboote rüberfahren. Wenn wir dann angekommen sind, können wir bei Telia die Quest gleich wieder beenden und dann gibt es hier gleich eine neue Quest und zwar auf der Suche nach Antworten. Dafür brauchen wir wiederum nur mit drei NPCs zu reden, haben wir das wieder erledigt, wiederum bei Telia abgeben und dann archiviertes Wissen als Folgequest annehmen. Nachdem wir Bruder Ellen hier gefolgt sind und den Verrat hier aufgehalten haben, können wir den Anhänger des Sturmsogs hier einmal erhalten und danach können wir bei Telia wiederum die Quest beenden. Jetzt gibt es als Folgequest Zeit zu gehen. Wenn wir mit Sturmherz hier reingeflogen sind, können wir bei Telia gleich die Quest beenden. Grenzprobleme kriegen wir dann im Anschluss. Hierfür müssen wir einfach ein paar der Wachen befragen. Wenn wir sie befragt haben, dann können wir das hier wieder einmal zurückbringen und dann gibt es weitermachen als nächsten Part. Hier kommen wir zum ersten Mal nach Brennerdamm und Telia begleitet uns natürlich nach wie vor. Und wenn wir das abgeben, dann kriegen wir hier gleich das erste Kapitel, das hier abschließt. Die Folgequest von Telia können wir gleich ebenfalls wieder annehmen und das ist riskanter Plan. Wenn wir die Meute aufgelöst haben, dann lernen wir Bruder Pike kennen und bei dem können wir das hier wieder beenden und kriegen dann Haus Sturmsang hier als Folgepart. Ein wenig weiter Richtung Norden finden wir Bruder Pike erneut und dort können wir dann Haus Sturmsang wiederum abgeben und kriegen hier gleich mehrere Folgequests und zwar unnötige Härten, dann Proklamation Informationen
und zusätzlich von Telia hier hinten noch Ernta außer Kontrolle. Die drei Quests können wir dann anschließend wieder bei den beiden abgeben. Als Folgequest gibt es dann stürmische Gezeiten, einmal von Telia als auch von Pike hier verloren, aber nicht vergessen und Mittel zum Zweck. Und wenn wir uns hier in die Anderson-Werft hineinbegeben, dann finden wir hier gleich noch Samuel Willem und bei dem nehmen wir die Quest Zwangsarbeit an. Nachdem wir ihn befreit haben, können wir die Quest hier bei Zwangsarbeit bzw. Samuel Willem gleich wieder abgeben und kriegen dann gebunden und unterdrückt. All diese Quests können wir dann hier zur Seemannsruhe tragen. Haben wir das gemacht, dann geht's hier zurück zu Bruder Pike und können hier einmal die Quest Ruhet in den Tiefen annehmen. Dafür brauchen wir hier nur kurz ein Ritual abzuschließen. Wenn das Ritual vorbei ist, können wir das gleich wieder bei Bruder Pike abgeben und im Hintergrund sehen wir dann schon wieder neue Quests aufploppen. Und zwar einmal von Telia, neue Bewaffnung, und von Samuel Willem einmal fabrizierte Fabrikationen. Und die Quest, die er ebenfalls annehmen sollte, das ist die Quest, die sich direkt vor den Salzwerken befindet. Und zwar liegt hier ein NPC am Boden und der hat hier die verkohlte Nachricht für das fehlende Glied. Und das nehmen wir hier ebenfalls an. Wenn wir alle drei Quests abgegeben haben, dann kriegen wir hier von Bruder Pike gleich wieder eine Folgequest. Und zwar das Urteil des Sturms. Und nach Abschluss von der Quest können wir es wieder zurückbringen zu Bruder Pike und kriegen das nächste Kapitel Ein Haus in Gefahr. Die Folgequest Stimme in der Tiefe, das können wir gleich ebenfalls annehmen. Dafür brauchen wir ja nur einmal kurz die Brücke zu überqueren zum Gezeitenkreuz. Da finden wir Bruder Pike gleich wieder vor. Können hier einmal abgeben und dann hinter dem Schleier annehmen. Und weiter vorne kriegen wir gleich nochmal Quest und zwar von Telia. Und da ist die Quest Keine Gnade. Was wir hier auch noch kriegen, das ist eine blutige Angelegenheit. Dafür braucht ihr einfach nur hier innerhalb vom Questbereich ein paar Gegner zu erledigen, dann erhaltet ihr diese Quest als Drop zum Looten. Und erneut können wir zurück zum Gezeitenkreuz und alle drei Quests beenden. Jetzt gleich die nächsten annehmen und zwar verbotene Riten, also auch der aufziehende Sturm. Und weiter vorne von Telia gibt es erneut eine und zwar ist das aus dem Schlund des Wahnsinns. Und auch hier können wir die drei Quests wieder zurückbringen. Nur nicht vergessen, eine davon bei Samuel Willem abgeben, den wir da vorne wiederum befreit haben. Haben wir das gemacht, dann hat Bruder Pike hier das nächste für uns und zwar die Rache des Sturms. Dafür brauchen wir das nur annehmen, uns da reinstellen und einmal den Special Button drücken. Und wenn wir das gemacht haben, dann schließt das direkt ab. Wir können es beenden und kriegen damit Fortschritt Nummer 3, ein Gewitter zieht auf. Jetzt geht's gleich weiter und zwar wieder bei Bruder Pike, könnt ihr wieder annehmen und zwar ein gespaltenes Haus. Der reitet dann mit uns zusammen hier hoch zum Wellenbruchhügel. Dort können wir bei Bruder Pike das wieder abgeben und kriegen hier der Sturm erwacht, als auch von Samuel Willem böse Absichten. Wenn wir nach Weisenwall einmal hineingehen, dann sehen wir relativ schnell auf der Minimap einfach darauf achten, da sollte eine Quest aufbloppen und zwar hier von Gezeitenwächterin Wiebke. Das ist die Quest Schwurgebundene. Wenn wir alle drei Quests hier beendet haben, dann sehen wir, eine würden wir weiter drüben bei Wiebke abgeben und die andere können wir hier bei Telia beenden. Und zwar einmal der Sturm erwacht, als auch böse Absichten. Und als Folgequest gibt es dann der Abische Rat. Dafür müssen wir einfach nur da vorne den guten Wellensprecher Reich besiegen. Denn wenn wir das beendet haben, können wir es eh zu Telia tragen und wieder abgeben und dann stehen wir hier gleich neben der Gezeitenwächterin. Da können wir das nämlich wieder abgeben und dann gibt es hier Auge des Sturms als Folgequest, wo wir sie eskortieren müssen. Wenn wir sie da oben zu Ende begleitet haben, können wir so ein Wasserorb andrücken. Das bringt uns dann wiederum zum Pfad der Stürme, wo auch Bruder Pike auf uns wartet. Können wir es bei ihm beenden und kriegen dann über diese Brücke müsst ihr gehen. Nachdem die Brücke hier steht, können wir es wieder abgeben und dann kriegen wir verloren und vergessen bzw. besiegeltes Schicksal. Wenn wir die Kugeln deaktiviert haben, also hier die Prozentleiste gefüllt haben, dann können wir das bei Bruder Pike abgeben, der läuft uns ja hier eh hinterher. Dann gibt es hier der letzte Aufstieg als Folgequest, dafür brauchen wir nur hier vor die Tür zu gehen, wo es dann schlussendlich hier eh vorerst nicht weitergeht und einmal hier die Glocke zu benutzen. Wenn wir denn da nach oben gefolgt sind, dann bleiben sie hier stehen und dann können wir das bei Pike nochmal abgeben und kriegen hier das vorerstige Finale von der Quest-Chain und das ist das Ende des Sturms. Und wenn wir ihn besiegt haben, dann geht es hier vor den Instanzeneingang zur rechten Seite hoch, da finden wir Bruder Pike erneut, können hier die Quest beenden und damit haben wir am Rande des Wahnsinns abgeschlossen und die Hälfte damit eigentlich schon fertig. Jetzt können wir hier bei Bruder Pike die Quest erstmal skippen, denn das brauchen wir hier nicht mehr, das wäre nur die Dungeon Quest. Die uns allerdings interessiert, das ist die Quest von Telia und zwar Ein neuer Morgen. Danach gehen wir mal ganz kurz nach Boralos und können dann Ein neuer Morgen bei Telia beim Hafenmeister abgeben. Jetzt geht's weiter mit den nächsten Kapiteln und zwar müsst ihr dafür einmal hier neben Brennerdamm. Da habt ihr nämlich hier unten so einen kleinen Bauernhof, könnt ihr hier erkennen. Sieht man ja hier. Und da finden wir einmal Bauer Goldfeld. Da können wir nämlich einmal die Quest Eine Handvoll Geschosse annehmen. Die brauchen wir einmal und ganz, ganz wichtig, damit es nachher auch weitergeht, brauchen wir noch eine Quest und zwar liegt die hier versteckt hinter dem Blanken. Das ist diese Halskette hier, die schmutzige Taschenuhr und da gibt es einen Grund zu bleiben. Beides abgeschlossen, geht zurück zu Bauer Goldfeld, wo wir wiederum beides abgeben können. Haben wir das gemacht, dann kriegen wir gleich eine Folgequest und zwar Goldfelds Krieg.
können wir annehmen und anschließend hier einmal die Knarre nehmen. Und wenn wir die Stacheleber abgewehrt haben, dann können wir das wieder abgeben und kriegen dann goldene Felder der Ewigkeit. Dafür müssen wir einfach ein paar Blümchen pflücken und dann hier zu Bauer Goldfeld und den zwei Gräbern seiner Familie zurücktragen. Wenn wir aus Brennerdamm rausgehen und zwar Richtung hier zur Totenschwemme, dann sehen wir auf der Brücke, dass eine kurze Cutscene kommt, als auch ein paar Quests hier aufploppen. Die nehmen wir alle an und zwar ihr habt deren Befehl, Löscharbeiten als auch hier Bombenklau. Und wenn wir alle drei Quests hier wieder bei den Zweien abgeben, dann gibt es schwere Artillerie als Folgepart. Und dann haben wir ja auch schon die Artillerie besiegt, können dann wieder zurückgehen zu Rosen und dann gibt es hier die nächsten Quests. Jetzt wird es hier zwei Folgequests geben. Die Quest, die uns allerdings nur interessiert, das ist von Bürgermeisterin Rosen und zwar versenkt. Die Quest versenkt, die können wir jetzt zu Bauer Büttner weitertragen. Können die hier abgeben und kriegen hier gleich wieder Folgequests und zwar weist die Ranken in die Schranken und Geräte und Dingsbumse in Hülle und Fülle. Beide Aufträge, die tragen wir wieder zurück zu Bauer Büttner und kriegen dann Landwirtschaftsstimulator als Folgequest und genau das nehmen wir an, können in den Rohbau einsteigen und anschließend hier 30 Gegner besiegen. Und auch das bringen wir wieder zurück zu Bauer Büttner. Der sollte uns dann eigentlich als nächste Quest für Deike wird es Heike geben. Die finden wir wiederum ein Stück weiter vorne bei Deikes Bauernhof, können das wiederum bei ihr abgeben und dann kriegen wir hier einmal Augen auf, als auch von Unteroffizier Kelvin die Quest Yippie-Yay Schweinebacke. Wenn ihr hier ein paar dieser Stacheleber tötet, dann kriegt ihr auch wieder einen Quest-Drop und zwar Zorn in der Flasche, diese braucht er ebenfalls. Wenn wir diese drei Quests abgeschlossen haben, dann finden wir Unteroffizier Kelvin hier ein bisschen weiter auf der Seite, auf dem, ja, am Rande von dem Gebiet mehr oder weniger, können dann hier alle drei Quests bei ihm abgeben und wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir hier Kriegsschweine und über alle Berge. Und dann können wir wieder zurück zu Unteroffizier Kelvin gehen, können wieder alles bei ihm beenden und dann kriegen wir hier eine kurze Cutscene. Die können wir natürlich auch skippen und sollten hier dann eine Folgequest kriegen und zwar Schrecken des Krals. Nachdem wir den erlegt haben, sollte Unteroffizier Kelvin eigentlich ein kleines Stück weiter vorne warten und da können wir dann wiederum hier die Quest bei ihm beenden und kriegen dann im Schweinsgalopp, wo wir dann zusammen mit ihm auf dem Eber hier nach draußen flüchten. Und die finale Quest von dem Kapitel, die geben wir wiederum in Brennerdamm ab. Und zwar können wir hier einmal in die Kantine reingehen, beziehungsweise ins Gasthaus. Und da finden wir wieder Bürgermeisterin Rosen, bei der wir hier Schweinsgalopp abgeben können. Und dann kriegen wir hier Kral der Borstenrücken. Jetzt können wir hier ein Stück weiter reisen. Und zwar geht es jetzt weiter hier zur Lichtkuppe. Die befindet sich hier überhalb der Totenschwemme. Und dort kriegen wir gleich von Frederike eine Quest. Und zwar ist das Bombenstimmung. Und die zweite Quest, Gräulich, die können wir natürlich auch gleich mitnehmen. Und wenn ihr innerhalb der Mine Chefingenieur Chris tötet, dann kriegt ihr hier der Minenräumer als Drop. Das können wir natürlich ebenfalls wieder annehmen, denn das brauchen wir auch noch hier. Die Quest können wir dann direkt, wenn wir aus der Mine rausgehen, einmal rechts abbiegen. Da wartet Frederike bereits auf uns und da können wir gleich alle drei Quests einmal abschließen. Wenn wir das gemacht haben, dann gibt es gleich nochmal drei Quests und zwar brennt alles nieder, auf zum Schreddern und Sägebespend. Und auch hier wieder haben wir die drei abgeschlossen, dann geht schon in die Nähe der Reißzahnfeste, also der großen Hornbasis da vorne. Haben wir das alles abgegeben, dann gibt es hier Auge um Auge als Folgequest. Und danach nochmal zurück vor die Base hinaus und da können wir dann wiederum das Ganze hier abgeben. Und damit haben wir auch schon Teufelskreis abgeschlossen. Jetzt kommen wir hier zum vorletzten Quest-Hub und das ist die Totenschwemme, also hier die Allianzbasis in der Mitte. Dort finden wir gleich Leo Schilders und der gibt uns auch schon die Startquest für das Ganze und das ist Zerbrecht ihre Ketten. Die anderen zwei Quests, die er ebenfalls noch hat, das einmal Eisenebbe und hinterlistiges Piratengesindel, das können wir ebenfalls annehmen. Nach dem Abschluss dieser drei sehr simplen Quests können wir wieder weitergehen und kriegen dann Jäger des verlorenen Schatzes als Folgequest. Die tragen wir einmal hier weiter aufs Dach rüber zu Nante Grinser. Da können wir das gleich wieder beenden und dann kriegt man, was man so findet. Nicht für unser Geld, als auch hier von Moxie die Quest Spaß mit Magneten und Bombe schlägt Stein. Und auch hier wieder alles schön einmal im Kreis laufen, die Höhlen aufsprengen, die Riesen töten, als auch hier die Münzen plündern. Dann können wir nebenbei bei Moxie die Quest generell schon abgeben, weil die uns eh hinterher rennt. Und zu Nande können wir dann einmal weiterlaufen. Jetzt kriegen wir hier eine Folgequest und zwar Kröte geht flöten. Nachdem wir mit Maoka hier geredet haben, können wir es hier wieder abgeben bei Moxie und dann kriegen wir gleich die Folgequest. Den letzten Bot fressen die Würmer, das heißt, das nehmen wir hier wieder an. Ganz simpel, nur solltet ihr die Quest nicht verstehen, es läuft euch immer der Roboter hinterher und da ist immer wieder so aufgewühlte Erde und da braucht ihr einfach nur das Quest-Item einmal drücken und dann habt ihr so eine grüne Fläche und da drückt ihr nochmal auf so einen aufgewühlten Erdhaufen drauf. Habt ihr das dann abgegeben, dann würde hier bei Makoa ebenfalls eine Quest auftauchen, die interessiert uns aber in dem Fall nicht, sondern die Quest, die uns interessiert, das ist die von Moxie und zwar kein Bot wird zurückgelassen, die zweite Version davon und dabei müssen wir einmal die Wache retten.
Haben wir das gemacht, geht es erneut zurück zu Moxie. Können das hier wieder beenden und dann kriegen wir hier Höhlenaufruhr. Dafür brauchen wir hier nur ein paar Meter weiter rüberlaufen. Dort wartet Nante auf uns. Können das bei ihm wieder beenden und dann kriegen wir Ich will alles und ich will es jetzt. Und hier nebenbei kriegen wir noch Wir sind keine Freunde als auch Beweis für Piraterie. Und hier drüben, wo wir ebenfalls Captain Klaas besiegen für die Quest, da finden wir ein bisschen weiter hinten noch einen zusätzlichen Kahn mit einer Kiste drinnen. Wird auch wieder auf der Minimap hier als Ausrufezeichen markiert und hier kriegt er alles wie für uns bestellt. Danach können wir zurück hier zu Nante Grenzer und können natürlich hier wieder die drei Quests abgeben und die letzte Quest, die geben wir in der Stadt selber ab. Und wenn wir die Quest abgeben, dann kriegen wir hier den vorletzten Abschnitt und zwar Schatz in der Totenschwemme und damit fehlt uns nur noch einer. Für die finale Questreihe hier in dem Gebiet geht es ab zur Seebrise, die befindet sich hier links an der Küste und dort kriegen wir hier gleich schon wie eingezeichnet von Leutnant Bauer die Quest ins Netz gegangen, dringende Verbindlichkeit und Freiheit für das Meer. Und alle drei Aufträge sind natürlich hier direkt wieder an der Küste abzuschließen und auch abzugeben. Wenn wir die abgegeben haben, dann geht es weiter mit Wogende Gezeiten. Hier finden wir Rikali in Fort Delin, bei dem können wir das wieder beenden. Dann kriegen wir hier denn der Aalfisch, der hat Zähne und von Räubern Rauben. Und die Quests von Wenneke, die könnt ihr ebenfalls annehmen und zwar gegen die Eindringlinge und Wiedereroberung der Verteidigung. Auch hier wieder beide Aufträge zurücktragen zu Rikal und dann hier die Folgequest annehmen, ihr seid ein Hai. Dabei einfach ganz gechillt durch die Murlocs durchschwimmen und habt auch das abgeschlossen, dann wiederum zu ihm hingehen und die Quest hier beenden. Jetzt solltet ihr hier drüben beim Spezialisten Wenneke nochmal drei Quests bekommen und zwar ist das einmal bei Munition nicht wählerisch, dann den Schild durchbohren und Problemlösung mit Schießpulver. Damit können wir wieder zurückgehen zu dem guten Wenneke und können alle drei Quests wiederum hier bei ihm beenden. Wenn wir das gemacht haben, dann geht es gleich weiter mit nochmal zwei Quests und zwar eine dreiköpfige Schlange und Reinigung des Deltas. Diese zwei Quests können wir bei Kommandant Kellmann abgeben. Der wartet direkt dort, wo ihr auch die drei Mobs gerade umgehauen habt, müsst einfach nur hier auf die Brücke hochlaufen. Und wenn wir das abgegeben haben, dann gibt es Aus den Tiefen als Folgequest. Haben wir den Großen anhand der Kanonen oder unserem eigenen Schaden getötet, können wir dann die Quest wiederum hier abschließen und damit kriegen wir auch schon Sturmsang und Drang. Damit haben wir also den ersten Part abgeschlossen, den Meister der Lehren von Kul Tiras. Für eine vereinte Nation brauchen wir natürlich noch der Stolz von Kul Tiras und der fängt wieder mal beim Büro des Hafenmeisters an. Und zwar wieder bei Carsten Jammertal, denn der gibt uns die Quest, was ihr vielleicht bereut. Dafür müssen wir uns hier kurz die Unterhaltung zwischen Gen Graumähne und Catherine Brachtmeer anhören. Haben wir das gemacht, können wir es hier bei ihr beenden und kriegen als Folgequest verschollene Fracht. Haben wir in den Aschenwind-Büros einmal die Notizen durchstöbert, dann können wir wieder zurück zu Catherine Brachtmeer und können ihr hier die Notizen einmal geben. Nach einer kurzen Unterhaltung können wir dann hier die Quest wiederum beenden. Jetzt ploppt eine neue auf und zwar bei Gen Graumähne und das ist der Fremdenführer. Wenn wir im Büro des Hafenmeisters Finn Schönwind einmal kurz unsere Notizen gezeigt haben, dann liest er sich das durch und wir können die Quest beenden. Ein explosiver Auftritt, das kriegen wir dann als Folgequest. Wenn wir die Azerit-Granaten gesammelt haben, dann geht's hinunter und zwar ganz nach unten zum Freihafen. Dort können wir bei Finn Schönwind hier die Quest beenden und kriegen im Anschluss hier Schlüssel zum Erfolg in Freihafen. Wenn wir uns alle drei Schlüssel besorgt haben, dann läuft uns Finn sowieso die ganze Zeit hinterher. Das heißt, wir können die Quest bei ihm direkt wieder abgeben. Dann geht's hier weiter und zwar die Schließkassetten des Schmierigen ist die Quest, die wir als nächstes brauchen. Nachdem wir die Schatzkiste gestohlen haben und dann einmal mit Finn zurückgeflogen sind bzw. geflüchtet sind, können wir das bei ihm wieder abgeben. Und jetzt müssen wir leider einen Dungeon gehen und zwar in Tol Dagor für die Quest Tol Dagor, der vierte Schlüssel. Die Instanz, in die ihr hier rein müsst, das ist Tol Dagor. Tol Dagor befindet sich rechts von Tiragard und zwar über der Karte rauszoomen, dann seht ihr hier rechts einmal Tol Dagor auf dieser kleinen Insel, da könnt ihr entweder rüberschwimmen oder mit Wasserwandeln übers Wasser rüberrennen, damit er drüben ankommt. Ich glaube, das Bötchen irgendwo im Tiragard bzw. Boralus fährt auch hin. Ansonsten kommt ihr dann dort drüben an bei der Instanz. Diese Instanz, die könnt ihr in der normalen Schwierigkeitsgrad laufen. Das heißt, wenn ihr Rechtsklick auf euer Porträt macht, dann habt ihr Schwierigkeitsoptionen und dann habt ihr hier einmal normal, heroisch, mythisch. Nicht Schlachtzug, sondern normaler Schwierigkeitsgrad. Hier normal stellen und dann könnt ihr hier reingehen. Die Instanz ist solo machbar, allerdings ein bisschen schwieriger. Das heißt, ihr solltet schon Maximalstufe sein, wenn ihr solo machen wollt. Also Level 60 und dann halbwegs Gear haben, so 180 bis 200 Item Level würde sich empfehlen. Da könnt ihr nämlich dann ein bisschen leichter durch. Ansonsten ganz einfach irgendwo einen Freund dranholen. Zu zweit ist das wirklich sehr, sehr easy machbar. Dann könnt ihr da nämlich nochmal ein bisschen fixer durchlaufen. Dann für die Instanz selber und zwar beim dritten Boss bei der Kürassiererin. Da könnt ihr hier einfach nach
nachdem er sie besiegt hat, auf der linken Seite einmal den Dietrich finden, beziehungsweise die Schlüssel, und die müssen wir natürlich mitnehmen und dann müssen wir nur noch den Endboss töten. Ich habe das Ganze hier extra mal ohne Pet getried, einfach nur zum Schauen, ob das Ganze machbar ist, aber man sieht, ich habe insgesamt 3 Debuffs, deswegen ist ein bisschen schwieriger, denn man hat am Ende schon gemerkt, dass das Ganze mich schon fast zerlegt hat mit einem Schuss, aber wie gesagt, ist relativ simpel machbar, aber der Endboss haut dann doch ein bisschen gut rein, heißt also so 180, 200 Item Level solltet eigentlich kein Problem haben. Mit dem Schlüssel im Inventar geht es wieder mal zurück zum Büro des Hafenmeisters. Dort können wir einmal mit Finn interagieren, der dann die Kiste hier aufsperrt und dann können wir die Quest danach abgeben. Die Folgequest, die wir jetzt kriegen, das ist die geheimnisvolle Insel. Jetzt müssen wir hierfür einmal zu Catherine Brachtmeer reisen, die steht natürlich bei der Burg Brachtmeer, da können wir wieder mit ihr reden und nach einer kurzen Zeit können wir die Quest hier beenden. Die Folgequest, eine aussichtslose Hoffnung, die nehmen wir natürlich an. Diese Quest, die tragen wir zum Sturmsangtal und zwar hier oben beim Pfad der Stürme. Dort finden wir Bruder Pike, bei dem wir das Ganze beenden können. Und anschließend kriegen wir 2 Folgequests und zwar die Stärke des Sturms und Ritualgegenstände. Diese 2 Quests, die müssen wir ganz nach oben tragen und zwar vor den Schrein des Sturms, also vor die Instanz, dort wo der Flugpunkt für die Allianz ist, da können wir wieder beides beim guten Bruder Pike abgeben. Haben wir das gemacht, gibt es eine Folgequest, die wir brauchen, und zwar ist das Schrein des Sturms das fehlende Ritual. Dafür müssen wir jetzt erneut in eine Instanz gehen, und zwar ist das genau die Instanz, die sich natürlich hier befindet, und zwar das Schrein des Sturms. Für die Instanz hier selber, da braucht ihr mindestens 2 Spieler, denn Lord Sturmsang ist alleine gar nicht machbar, außer ihr habt natürlich so ein hohes Item-Level, dass ihr den einfach komplett one-shotten könnt. Ansonsten werdet ihr nämlich selber übernommen, und wenn ihr übernommen werdet, dann setzt der Encounter immer zurück. Das könnt ihr umgehen, indem der andere, der nicht übernommen ist, natürlich den anderen einfach rausprügelt. Das ging sich bei mir mit 2 Accounts hier in dem Falle gar nicht gut aus. Das heißt, in dem Fall konnte ich das hier ganz gut mehr oder weniger solo machen, aber ansonsten einfach einen zweiten Spieler fragen, einen zweiten ranholen und schauen, dass man da natürlich dann eine Gruppe für hat. Nachdem wir die Instanz abgeschlossen haben, müssen wir dann schlussendlich auf die ganz linke Seite hier vom Gebiet, sieht man hier ins allerletzte Eck rein. Dort wartet Bruder Pike auf uns, bei dem können wir dann hier die Quest beenden und kriegen dann als Folgequest Öffnen des Weges. Nach Abschließen des Rituals können wir es dann wieder bei ihm abgeben und kriegen dann Schicksalsend als Folgequest und jetzt dürfen wir mit dem Boot hier zu einer verbotenen Inselreisen. Nachdem wir hier Chainers Stab gefunden haben und einmal kurz die Hand von Gorakthul besiegt haben, dann können wir es hier wieder abgeben und zwar wieder bei Bruder Pike und kriegen die Folgequest in Dunkelheit verloren. Damit geht es jetzt wieder zurück zur Burg Brachtmeer und können das wieder bei Catherine hier einmal abgeben. Folgequest aus Mythen und Märchen können wir da wieder annehmen und dabei geht's nach Trustwar. Mit dieser Quest geht's nämlich zu Aroms Wehr. Dort finden wir wieder mal Lucilia Kronsteig und können das bei ihr hier beenden. Und dann kriegen wir hier der alte Bär als Folgequest. Wenn wir dann hier mit Ulfa innerhalb seiner Höhle geredet haben, müssen wir ihn ganz kurz verteidigen. Danach rennen wir wieder zurück rein und wir können hier die Quest bei ihm beenden. Dann geht's gleich weiter mit 3 Folgequests und zwar Albtraumfänger, Vergrabene Macht und Fokus des Hasses. Die 3 Quests kann man alle hier wieder links am Berg bei Aroms Wehr abschließen und bei der, wo man die Steine ausgraben muss, weil es wahrscheinlich mehrere nicht verstehen werden, ihr müsst einfach dort entlang laufen und da kommen immer so komische schwarze Swirlies am Boden einfach, wenn er rumläuft, spawnt erst und dann einfach immer anklicken, das heißt einfach mit dem Mount ein bisschen über den Boden laufen, solange bis die alle gespawnt sind. Dann können wir hier die 3 Quests wiederum alle bei ihm beenden und dann geht es hier in die nächste Instanz rein und zwar das Kronstieganwesen. Für das Kronstieganwesen selbst sollte er auch wieder 2 Spieler sein, denn alleine ist es hier sehr, sehr tricky zu machen, gerade beim ersten oder dritten Boss, je nachdem wie ihr gerade die Route lauft. Bei den Hexen zumindest, also hier bei der Hexenbandriade, da ist es nämlich so, dass ihr mindcontrollt werdet wieder und wenn ihr dann zu zweit seid, dann könnt ihr es natürlich ausspielen. Wenn ihr alleine seid, dann resettet der Encounter wieder, deswegen mindestens 2 Leute sind hier dabei empfohlen, damit ihr das hier ganz gut machen könnt und hier ganz fix durchballern könnt. Ansonsten, hier müsst ihr alle Bosse besiegen, denn erst dann kommt er natürlich auch zu Lord und Lady Kronsteig. Bei dem Boss, also beim vorletzten Boss dort, kriegt er dann Special Button, einfach einmal kurz drücken, bevor ihr den Boss pullt. Damit aktiviert ihr nämlich den Kopf und danach einfach noch Gorakthul töten, um die Quest abzuschließen. Die Quest bringen wir dann anschließend wieder zurück nach Aroms Wehr, also zu Lucilia Kronsteig. Dort können wir das wieder abgeben und kriegen die Folgequest in die Dunkelheit.
Sicherheit. Nachdem wir den Brief abgeschickt haben, um Catherine zu benachrichtigen, müssen wir zu Gol'Inaf und das ist hier unten beim blutroten Wald, müssen einmal hier reinlaufen, mit dem Traumfänger interagieren und dann können wir die Quest wieder abgeben. Jetzt gibt es renitente Runen als Folgequest und dabei müssen wir hier das Runenrätsel lösen. Das ganz einfach, denn hier geht es von links nach rechts. Das heißt, wir brauchen uns einfach nur die Symbole ansehen und je nachdem in der Reihenfolge drücken. Heißt also, hier haben wir oben das kleine Eck, das heißt, wir müssen als erstes das hier drücken. Dann einmal in der Mitte oben, dann haben wir einmal das K und ganz am Ende haben wir natürlich noch hier das N und damit haben wir das Rätsel gelöst. Dann können wir die Quest hier gleich wieder abgeben gehen. Dann kriegen wir hier Dross, die verseuchten Lande. Wenn wir das Portal betreten, dann sehen wir schon, wir sind jetzt in einem Szenario drinnen mit 5 Phasen und dabei wird eh mal genau beschrieben, was wir machen müssen, können natürlich hier auch nicht fliegen und so weiter. Das heißt, ihr müsst hier einfach zum Beispiel Jaina folgen, Catherine folgen und gewisse Sachen finden bzw. töten. Und nachdem wir das Szenario beendet haben, werden wir dann wieder zurück zur Burg Brachtmeer in Boralus teleportiert. Mit Jaina und Catherine Brachtmeer an unserer Seite können wir dann hier die Quest beenden und schalten somit der Stolz von Kul'Tiras frei. Und damit fehlt uns hier jetzt nur noch eine Quest und das ist von Catherine Brachtmeer. Die können wir wieder annehmen und wir müssen nochmal einen Dungeon gehen und zwar die Belagerung von Boralus für Lady Aschenwinds Rückkehr. Damit ihr diesen Part allerdings abschließen könnt, solltet ihr zuallererst die Kriegskampagne machen, denn ohne Abschluss der Kriegskampagne schaltet ihr auch die Belagerung von Boralus als Dungeon nicht frei. Das heißt, wenn ihr das hier machen wollt, den Abschluss für den Erfolg, dann müsst ihr zuerst die Kriegskampagne fortsetzen, damit ihr dort weitermachen könnt. Das heißt, im Video einfach auf den Zeitstempel dort drücken. Für die Belagerung von Boralus gilt wieder das Gleiche. Wie gesagt, ihr müsst vorher die Kriegskampagne soweit gemacht haben, damit ihr Boralus freischaltet. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr Boralus gehen. Allerdings nicht im normalen, sondern nur im heroischen oder mythischen Modus. Heißt, ihr braucht also noch ein bisschen bessere Ausrüstung und eventuell 2 oder 3 Leute, die euch dabei helfen können, diesen Dungeon abzuschließen. Und habt ihr den Dungeon abgeschlossen, geht zurück zum Büro des Hafenmeisters zu Telia, wo wir die Belagerung abgeben können. Danach steht auch Gen Graumini hier und bei dem können wir jetzt die Quest Eine vereinte Nation annehmen. Wenn wir dann zum Platz der Einheit gehen, dann hören wir hier nochmal die Ansprache von Catherine Brachtmeer. Dann können wir hier die Quest beenden und damit kriegen wir den Erfolg Eine vereinte Nation. Jetzt kommen wir zum letzten Part, denn jetzt müssen wir noch die Kriegskampagne abschließen. Die Kriegskampagne selber, die fängt wieder in der Nähe vom Büro des Hafenmeisters an. Und zwar sind wir dieses Mal wieder in Boralus unterwegs. Und zwar sehen wir hier schon die orangen Ausrufezeichen eingeblendet, sofern wir natürlich niedrigstufige Quests einblenden anhaben. Die findet ihr wiederum auf dem Schiff hier drauf und am Schiff selber, dort seht ihr Halford Wirmbahn. Halford Wirmbahn bietet uns mehrere Quests auf einmal an, jedoch die uns interessiert, ist eigentlich die Zandala-Kampagne. Das heißt, wir nehmen hier die Zandala-Kampagne an. Solltet ihr die Quest nicht sehen, weil ihr sie zum Beispiel im niedrigstufigen Bereich macht, dann kann es sein, dass ihr der Kriegsvorrat zuerst abschließen müsst. Dafür müsst ihr 100 Kriegsressourcen sammeln und diese auch abgeben. In dem Fall sehen wir hier schon, ploppt hier einmal auf, kann man dann beenden und dann sehen wir schon, normalerweise müsste man dann zu Halford Wirmbahn und dann kann man das abgeben. Heißt also, solltet ihr die Quest gar nicht kriegen, auf jeden Fall das zuerst machen. Dann könnt ihr hier hingehen und könnt beim Tisch auswählen, wo ihr denn zuerst hingehen möchtet. Denn hier gibt es natürlich mehreres an Auswahl. Wir haben hier 3 Gebiete, die wir halt anfangen müssen, beziehungsweise die wir auch beenden müssen. Das ist Voldun, Nazmir und Suldasar. Ich mache das wieder in meiner Reihenfolge. Ihr könnt es natürlich auch frei machen, wie euch das lieber, wie euch das persönlich lieber ist. Wir in unserem Fall fangen hier mit Suldasar an. Heißt, wir drücken da drauf. Dann nehmen wir das an und dann sehen wir schon, dann ploppt das hier von alleine auf, können wir einfach abgeben und dann geht es wieder zu Halford Wirmbahn, können die Quest bei ihm direkt beenden und dann kriegen wir gleich eine Folgequest und zwar ist das hier der Stützpunkt in Suldasar. Da müssen wir uns erstmal seinen Plan dafür anhören. Bevor wir jetzt allerdings mit der Quest weitermachen, noch ein wichtiger Hinweis, falls er irgendwo stecken bleiben sollte, denn ich habe öfter mal gelesen, zum Beispiel bei der Zandalari Questreihe, dass Leute 1 oder 2 von den Inseln freigeschalten haben und die 3. Quest nicht annehmen konnten. Viele haben dafür einen Fix gefunden, da bei ihnen zumindest funktioniert, bei manchen ging es trotzdem nicht. Und zwar ist das hier vom irdenen Wächter die Quest anzunehmen. Bei manchen, wie bei mir, geht es zum Beispiel generell, ich glaube, das hängt irgendwo auch mit dem Hals von Azeroth zusammen oder mit Battle for Azeroth, vielleicht war da irgendwas Account gebunden. Allerdings solltet ihr das nicht haben, dann könnt ihr hier oben nochmal hingehen, denn dort findet ihr die Quest Eine sterbende Welt. Natürlich braucht ihr das Level dafür, ich weiß gerade nicht, für was das ausgelegt ist und dann könnt ihr das nämlich hier einmal annehmen und müsst dann einmal kurz da drüben zum Portalraum und nach Silithus teleportieren. Wenn er in Silithus ankommt, dann stehen wir hier vor Magnis Lager und dem riesengroßen Schwert von Sargeras, das er hier in die Welt gerammt hat. Solltet ihr in der
alten Version ankommen von Silithus, dann seht ihr hier schon eingezeichnet Zidormi. Dort könnt ihr einfach hinfliegen bzw. hinlaufen und könnt dort einfach ansprechen. Dann ändert sich nämlich die Zone auf die neue oder alte Variante, falls ihr zufällig gerade in der falschen unterwegs seid. Ansonsten könnt ihr hier mit Magni sprechen, könnt die Quest bei ihm beenden und dann haben wir die Folgequest Das Herz von Azeroth. Das nehmen wir ebenfalls an und dafür brauchen wir einfach nur hier unten einmal kurz die Teleportationsplattform andrücken. Wenn ihr innerhalb dann einmal kurz mit Magni sprecht oder aber auch hier die Konsole andrücken wollt, dann könnt ihr hier mit Magni nochmal neu treten und dann kriegen wir hier das Herz von Azeroth. Und da sehen wir schon, kriegen wir die Quest Habt ein Herz. Dann können wir hier noch weitermachen mit Das Herz erfüllen, das heißt die Quest hier ebenfalls annehmen und dazu müssen wir einmal kurz die Kristalle absolvieren. Wenn wir alles angeklickt haben und das Medaillon nochmal benutzt haben, dann können wir die Quest hier bei Magni abgeben und das sollte es normalerweise fixen, falls ihr das Problem hattet, dass ihr zum Beispiel bei einem der Kapitel nicht weitergekommen seid. Das sollte nur mal erklärt sein. Jetzt machen wir weiter mit der Kriegskampagne. Um nach Sulasa zu reisen, da müsst ihr mit Großadmiralin Jess Dareth reden. Die könnt ihr euch auch gleich merken, denn damit reist ihr generell immer in die anderen Zonen, das heißt auf den anderen Kontinent, in dem Fall halt Sulasa, Voldun oder Nasmir, in dem Fall hier Sulasa. In Sulasa angekommen, kommen wir gleich hier drüben bei Talanjis Tadel raus und da können wir gleich zu unserem Lager hier hin, das uns markiert wird und können hier einmal mit dem Brigadier Tom reden. Wenn wir die Quest beenden und die Folgequest die Geschichte des Trolls annehmen, dann kriegen wir hier eine kleine Cutscene, wenn wir mit ihm reden. Hier ist die Cutscene vorbei, können wir wieder mit Brigadier Tom reden, können die Quest einmal beenden und kriegen dann hier mehrere Folgequests und zwar eine Atempause verschaffen. Dann kriegen wir zusätzlich noch Kanonen ausschalten. Wenn wir jetzt noch ein Zelt hier weiterlaufen, dann sehen wir nämlich hier nochmal zwei NPCs und da kriegen wir einmal Rettet sie alle, also auch von dem guten Deck. Dort kriegen wir Vorratsmangel und das ist meiner. Die Quest können wir dann ganz einfach wieder zurückbringen zum Lager. Und wenn wir alle zurückgebracht haben, dann müssen wir kurz warten, denn dann läuft hier die gute Kelsey Stahlfunken nach oben und bei der können wir dann gleich die Folgequest annehmen und zwar Xiballa. Dafür müsst ihr einfach nur der guten Kelsey folgen, dann können wir mit dem Boot hier weiter rüberfahren und zwar nach Xiballa. Das ist hier ganz unten. Dort finden wir dann gleich den guten Turgaden. Bei dem können wir die Quest hier wiederum abgeben und kriegen dann Maulwurf-Machenschaften als auch Steine von Ragnaros. Beide Quests wieder zurückbringen und dann kriegen wir als Folgequest hier Fragment der Feuerlande. Das können wir ganz einfach annehmen und dann können wir hier so einen mega nicen, instabilen Magma-Boy kontrollieren. Und mit dem dürfen wir dann hier die ganzen Goblins überfahren. Und danach können wir auch das wieder abgeben. Dann ploppt im Hintergrund hier bei Kelsey Stahlfunk wieder eine Quest auf. Da kriegen wir sie einfach als Anhänger für unseren Tisch. Und dann kriegen wir Rückkehr nach Boralos. Und zurückkehren können wir ganz, ganz einfach über diesen NPC hier. Kann man sich auch merken, die Dockmeisterin. Da kann man einfach anreden und dann ist man wieder zurück am Schiff. Zurück am Schiff in Boralos können wir das hier gleich wieder abgeben beim guten Halford Wirmbahn. Können wir uns hier noch für ein Item entscheiden. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es hier gleich weiter. Und zwar mit die andauernde Kampagne. Das können wir wieder annehmen und wenn wir das angenommen haben, geht es wieder zurück zum Tisch. Jetzt dürfen wir uns für das nächste entscheiden. In dem Fall nehmen wir hier Nasmir, klicken hier wieder auf OK, dann ploppt das wieder auf, können es direkt wieder abgeben. Wenn wir das abgegeben haben, können wir es wieder zu ihm zurücktragen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gibt es hier als Folgequest das Herz der Dunkelheit. Und dafür müssen wir einfach mal den guten Bran begleiten. Um nach Nasmir zu kommen, können wir ganz einfach wieder hier mit Großadmiralin Jess Dareth reden. Und auch hier wieder nach einer kleinen Bootsfahrt kommen wir dann hier in das Siegesfeste an. Dort können wir dann mit Bran Bronzebart zum ersten Mal sprechen und können ihm die Quest gleich in die Hand drücken. Als Folgequest gibt es gleich eine zweifelhafte Opfergabe und dafür können wir direkt rüberfliegen mit der Fledermaus hier. Da werden wir erstmal ein ganzes Stück weit rübergeflogen und können mit Bran hier wieder reden. Dann gibt es hier Blut von Hirek einmal, dann noch zusätzlich Ehrung der Gefallenen und bei Ehrung der Vergefallenen müsst ihr hier einfach die Wachen looten. Was ich hier sehr oft vergessen habe, das sind die Wachen hier ganz am Anfang zu looten, wenn man sich einfach nochmal umdreht, bevor man dann in die Höhle reinrennt. Hier müssen wir eigentlich nicht viel erledigen und haben wir das gemacht, was wir hier erledigen müssen, dann wieder zurück zu Bran einmal und als nächstes gibt es dann Zeloten von Zalamar als Folgequest. Dafür müssen wir jetzt aber langsam wieder nach oben. Wenn wir hier ein bisschen rumgelaufen sind, dann können wir hier auch direkt die ganzen Mobs umhauen und dann können wir das hier wieder abgeben bei ihm und kriegen dann Flucht vor dem Sturz und dabei müssen wir uns hier kurz so einer Fledermaus bedienen. Durch die Fledermaus sind wir jetzt also wieder zurück im Lager, können bei Bran Bronzebart dann unsere Quest wiederum abgeben, kriegen dann hier eine Folgequest und zwar Zul Nazman und die nehmen wir natürlich ebenfalls wieder an. Nur diesmal müssen wir leider zu Fuß gehen. In Koramar angekommen, wartet der gute Bran auch schon auf uns, können dann hier ihm gleichzeitig die Quest in die Hand drücken und kriegen dann Nasmani-Kultisten. Die Quest können wir einmal annehmen und Opfergaben für Gehun, das brauchen wir ebenfalls. Wenn wir die Opfergaben zerstört haben und die Trolle beseitigt haben, die Opfergaben, by the way, sind meistens eigentlich in den Häusern drinnen, dann können wir hier bei Bran Bronzebart wieder beides hier einmal beenden.
Wenn es nett geht, können wir hier nochmal Escape drücken und dann können wir das zweite beenden und kriegen dann Hauptmann Konrad als Folgequest. Da müssen wir einfach nur da oben gleich ins Haus rein. Im Haus können wir bei Hauptmann Konrad das Ganze dann beenden und dann kriegen wir Lektion der Verfluchten als Folgequest. Und jetzt müssen wir leider ganz zurück zur Siegesfest. Das heißt, von hier müsste leider alles zurücklaufen. Da werden wir dann nicht rübergeflogen. Denn dann, wenn wir hier wieder ankommen, können wir bei Bran das abgeben. Können ja einmal mit dem guten Kishan reden, denn den kriegen wir dann wieder mal als Anhänger für das Schiff in BFA. Und wenn wir das gemacht haben, wieder zurück zu Bran Bronzebart und dann dürfen wir zurückreisen nach Boralos. Und das machen wir diesmal, sieht man hier schon auf der Karte markiert, mit dem NPC, der hier an dem, ja, mehr oder weniger vor dem Boot steht. Und wieder mal zurück in Boralos, gehen wir wieder zu dem guten Halford Virmban, geben das ab und dürfen jetzt der letzte Stützpunkt annehmen. Damit können wir nämlich hier ganz einfach weitermachen, indem wir hier wieder mit der Karte interagieren, jetzt Voldun auswählen, das Ganze wieder annehmen, einmal wieder mal abgeben im Questlog und dann das gute Stück nochmal abgeben bei Halford selber. Jetzt kriegen wir hier Reise nach Westen, das nehmen wir wieder an. Jetzt dürfen wir wieder mit Großadmiralin Jess Tarith reden und dann geht's ab nach Voldun. In Voldun kommen wir dann diesmal mit dem großen Schiff an. Halford wartet hier schon auf uns, können das bei ihm beenden und dann gibt's Hafenrundfahrt als Folgequest. Dafür müssen wir einfach einmal kurz hier mit dem aufgerollten Seil interagieren. Hier müssen wir einfach nur ein paar der Seetrak töten, das könnt ihr ganz einfach mit dem Special-Button machen, denn der One-Hitted immer einfach alle möglichen reinziehen. Dann können wir das hier bei Elkmar abgeben und kriegen als Folge errichtet einen Brückenkopf. Das nehmen wir wieder an und jetzt müssen wir hier einfach einen Banner aufstellen. Wenn wir das Banner aufgestellt haben, dann reißt die restliche Allianz an. Wir können bei Virmban das abgeben und kriegen Ehrengebunden als Folgepart. Elkmar finden wir weiter vorne hier bei so einem ausgetrockneten See und da können wir wieder mit ihm reden, können das bei ihm beenden und kriegen dann unerwartete Hilfe als Folgequest und giftige Stacheln. Das heißt einmal NPCs killen und einmal die Items looten. Mit beidem im Inventar geht's zurück zu Elkmar, können das bei ihm beenden, kriegen dann heilende Salbe als Folgequest und das können wir wiederum hier einmal auf Warwick neben ihm anwenden. Wenn Warwick wieder zu Kräften kommt, können wir das bei ihm wieder beenden, können dann Freunde auf Abwegen annehmen und dann dürfen wir hier ganz einfach weiterfliegen. Hier werden wir ganz einfach zur Terrasse der Ergebenen rübergeflogen. Da landen wir auch direkt vor Warwick, bei dem wir das wieder beenden können und kriegen hier gleich mehrere Folgenquests. Und zwar den Treulosen die Zähne ziehen, die Belagerung durchbrechen und von Elkmeier noch Ausbruch. Die Quest selber, die geben wir dann innerhalb von dem Tempel ab und wenn wir es gemacht haben, dann kriegen wir von Warwick die Schlüssel der Hüter. Das können wir wiederum annehmen und dabei können wir einmal mit dem gefreiten James sprechen. Danach müssen wir ganz einfach Warwick folgen. Ist er oben angekommen, können wir die Quest bei ihm beenden. Elkmar hat dann gleich das nächste für uns und das ist Bericht erstatten. Der gute Halford Virmban, der wartet ja auch nach wie vor auf den Docks auf uns. Können wir das abgeben und dann bei Magister Umbrick ihn einmal als Anhänger mitnehmen. Anschließend wieder umdrehen, Halford Virmban nochmal erneut anreden und jetzt geht's wieder mal zurück nach Boralos. Diesmal steht am Steg ganz vorne der NPC dafür. Und damit sind wir wieder mal bei dem guten Halford Virmban, an dem wir hier die Quest in die Hand drücken können. Und damit haben wir auch den Stützpunkt von Voldun errichtet und haben schon mal 3 von den 8 Kapiteln hier abgeschlossen. Um von hier an weitermachen zu können, müssen wir jetzt erneut mit Halford Virmban reden und die Vereinigung von Kul Tiras einmal abschließen. Denn dadurch erhalten wir die Weltquests in Kul Tiras und Suldasa an sich. Das heißt, das müssen wir einmal beenden, damit es nämlich hier weitergeht. Das könnt ihr aber erst beenden, sofern ihr halt mindestens einmal bei den Fraktionen freundlich seid, was ihr sowieso seid, wenn ihr halt generell hier die Questgebiete ausgequestet habt. Das heißt, ihr solltet die Anforderungen hierfür generell einfach erfüllen. Sollte nur dazu gesagt sein, sollte das hier irgendwie auf einem anderen Charakter dann noch machen wollen mit der Kriegskampagne, aber wenn das mit demselben Charakter macht, dann soll es absolut kein Problem sein. Ansonsten könnt ihr das nämlich auf dem einen Char einfach abgeben. Das kriegt ihr ja nämlich vorher schon die Quest und dann habt ihr das auf dem automatisch auch. Das ist nämlich so ein einmal pro Account Unlock-Ding und danach könnt ihr es mit Twinks easy abgeben. Jetzt allerdings geht es weiter mit der Kampagne und zwar Attentat in Übersee ist jetzt die nächste Quest, die wir hier annehmen können. Können wir hier gleich wieder akzeptieren und mal geht es wieder ab nach Voldun und zwar hier mit Großadmiralin Jess Tarith. Kommen wir wieder in Drömersteinhafen an, können wir dann mit Virmban reden. Der gibt uns dann hier der Plan für Voldun und hier müssen wir wieder mal den Plan besprechen. Nachdem uns hier der Plan erläutert wurde, können wir das Ganze nochmal abgeben und kriegen dann durch Kem die Wüste, können wir wieder annehmen und dann geht's ab ein bisschen weiter nach Voldun hinein. Wenn wir hier vorne an der Brücke angekommen sind, dann können wir hier ganz einfach mit Chandris Mondfeder reden, wieder beenden, schmutzige Arbeit annehmen und dabei einfach hier vorne den Goblin einmal killen. Haben wir den gekillt und einmal gelootet, dann können wir den Befehl hier einmal wieder zu Virmban zurückbringen und können hier gleich weiter Kem als Folgequest annehmen.
annehmen. In der Nähe von Atul Aman warten wir dann erneut, denn dort sehen wir ebenfalls hier wieder die Ausgrabungsliga, also die Archäologische Akademie von den Blutelfen, können ja klassische Archäologie annehmen und müssen hier vorne erneut ein Attentat ausüben. Doch hier wieder ganz einfach töten, looten und dann wieder zurückbringen zur Halford Wirmbahn. Folgequest ist jetzt, hört niemals auf zu kämmen. Jetzt befinden wir uns hier nahe der Hordenbasis und dort können wir wieder mit Halford Wirmbahn reden, können das wieder beenden, kriegen jetzt gleich mehrere Quests und zwar einmal improvisierte Überlebenskunst. Dann kriegen wir hier eine Botschaft an die Zandalari und hier hinten kriegen wir noch, sie haben hier Alpakas. Nachdem wir das Lager hier geplündert haben und alle Materialien zurückgebracht haben, können wir von Halford hier die Quest Aufteilen annehmen. Das bringen wir hier runter zur gebrochenen Küste, dort wartet Chandris Mondfeder auf uns, beenden die Quest bei ihr, nehmen einmal von Pfeilen durchlöchert an, als auch verspätete Todifizierung. Der Elite-NPC kann ein bisschen schwieriger ausfallen, aber normalerweise steht euch Chandris hier eh zur Seite und dann könnt ihr das nach dem Abschließen hier wieder bei ihr abgeben und jetzt gibt es die Folgequest bei Wirmbahn melden. Wir haben jetzt mittlerweile hier einen neuen Außenposten erstellt und zwar wieder Totholzbuch. Dort können wir das wieder bei ihm abgeben und kriegen hier der große Knall als Folge. Und nachdem wir hier eine Runde geflogen sind mit der Flugmaschine und da drüben auch unsere Bäumchen aktiviert haben, können wir es hier wieder zurückbringen. Und dann gibt es hier als Folgepart blutgedrängter Sand. Wenn wir das mit dem Fernrohr wieder angesehen haben, dann schließt das hier wieder ab. Wir können es wieder beenden und kriegen damit den Part blutgedrängter Sand. Und jetzt geht es wieder mal zurück nach Boralus. Jetzt müssen wir ganz einfach, wie gesagt, zurück nach Boralus auf das Schiff. Denn eine Folgequest gab es dann nicht, die uns zurückbringt, sondern wir müssen selber zurück. Denn dann können wir hier wieder auf dem Schiff bei ihm die nächste Quest annehmen. Und das ist Hordenlähmung. Dafür können wir wieder ganz einfach nach Nasmir reisen. Denn dort wartet bereits Chandris auf uns, bei der wir das beenden können. Und kriegen als Folgequest hier, wie man einen dunklen Waldläufer tötet. Wenn wir den Plan hier von ihr erfragt haben, dann können wir es wieder bei ihr beenden und kriegen Tortuliana in Bedrängnis. Was ihr ebenfalls noch annehmen solltet, das ist hinter euch und zwar von dem guten Kishan, da kriegt er nämlich die wilde Jagd. Wenn wir die guten Tortulianer von ihrem Schicksal hier befreit haben, von Torgas Ruhe, dann können wir hier weiter rüber zu Rotfelds Wacht, die hier erstellt wurde, können mit Chandris wieder reden, die Quest beenden und kriegen hier Ariels Ende. Als auch von dem guten Kishan eine Option Feuer und sie dürfen hier nicht bleiben. Leider ein bisschen umständlich, weil wir alle Quests hier wieder zu Rotfelds Wacht ganz zurücktragen müssen, wenn wir vorher bei der Nekropole waren, aber nichtsdestotrotz geht es hier weiter mit der Begegnung des Bösen. Die Quest könnt ihr einfach mit Chandris reden, die gibt euch dann so eine Fläschchen, womit ihr unsichtbar werdet und dann könnt ihr einfach in die Base vorne reinstelfen und euch das Gespräch anhören. Dann können wir wieder zurück und dann kriegen wir hier als Folgequest Ziel Blutprinz Draven. Nachdem wir Draven leider nicht ganz besiegt haben, geht es zurück zur Siegesfeste, das heißt wir müssen einmal wieder ganz rüber reisen, denn Chandris wartet hier drüben auf uns. Das können wir allerdings dann beenden und dann kriegen wir hier Jagd auf die Dunkelheit und damit fehlen nur noch 3 Kapitel. Jetzt geht es wieder ganz einfach zurück nach Boralus aufs Schiff. Dort wartet wieder mal Halford auf uns und gibt uns unser nächstes Ziel. Können wir wieder annehmen und hören uns wieder mal seinen Plan an. Nachdem wir uns den Plan wieder mal angehört haben, bereits wieder mal abgeben hier mit Magister Umbrick nebenbei reden und der gibt uns hier, die leeren Elfen sind in Bereitschaft. Hierfür dürfen wir wieder ganz einfach nach Suldasar und zwar nach Xibala reisen. Dort können wir wieder mit Magister Umbrick reden, geben das ab und kriegen hier gleich 3 Quests. Und zwar die Bilgewasser-Bonanza macht Bumm, die Lernlösung und Papierkrieg. Auch hier wieder ganz simple Quests, einfach ein paar von den Goblins ausschalten. Wenn wir das abgeschlossen haben, dann gibt es hier ein Paradies für gierige Goblins. Wenn wir hier das Portal benutzt haben, das er für uns erstellt, dann können wir es wieder bei ihm abgeben, hier die Quest, und kriegen als nächstes Jagd auf Gallivix. Gallivix will anschließend von uns fliehen, gehen durch den Teleporter durch und dann finden wir uns hier bei seinem Lustschloss wieder. Dort können wir dann die Quest wieder beenden und kriegen hier, auf dass ihm die Lust vergehe. Hierfür müssen wir einfach für Radau sorgen in seinem Paradies, indem wir hier alles mögliche killen oder einfach sabotieren und dann können wir das Ganze beenden. Jetzt gibt es als nächstes in die Ecke gedrängt und jetzt müssen wir den guten Handelsprinzen zur Strecke bringen. Natürlich war er das nicht selber, sondern ein Verkleider von ihm. Hier sehen wir schon den Gallivix Imitator und im Hintergrund fliegt er hier in seiner Maschinerie. Können das hier wieder gleich beenden und dann gibt es Gallivix auf der Flucht. Dann nicht Ruhestein oder irgendwas benutzen, sondern der gute Magister macht uns gleich ein Portal. Wenn ihr dort kurz wartet, dann könnt ihr nämlich einfach hier wieder zurückreisen und könnt hier den Part beenden. Und damit haben wir schon das 6. Kapitel abgeschlossen. Das heißt, 2 brauchen wir für diesen Erfolg noch. Und das fängt hier gleich an bei abgefangene Befehle. Können wir wieder annehmen und müssen uns wieder mal einen von Halford Wirmbans Plänen anhören. Nachdem wir den Plan wieder mal angehört haben, wieder hier Quest beenden und dann bei Chandris Mondfeder die Jagd auf Blutprinz Draven annehmen. Falls ihr euch vielleicht wundert, warum ihr hier nicht landet, ihr müsst zuerst die Quest bei Chandris Mondfeder abgeben und kriegt dann gleich hinter feindlichen Schiffen
Schiffen als Folgequest, denn erst dann landet ihr. Ganz wichtig ist, dass sobald ihr im Schiff angekommen seid, ihr nicht vergesst, zur Kanone hier hinzugehen und hier Breitseitenbambule einmal anzunehmen. Nachdem wir hier die 3 Kanonen abgefeuert haben, als auch die 10 Verlassenen getötet haben, werden wir hier von Falstad wieder abgeholt. Aufpassen, auch nicht unbedingt aufs Deck laufen bei den vorherigen Quests, denn sonst werdet ihr hier einfach runtergeschossen von dem guten Hobart. Dann könnt ihr entweder zurückschwimmen zum Schiff und wieder rein durch die Leiter oder einmal das Signal schicken und dann erneut nochmal landen. Ansonsten gibt es hier die Wildhammer-Spezialität als Folgequest, können wir wiederum annehmen. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen runterschießen. Dann haben wir hier 16 von den Matrosen getötet und die Boote versenkt, als auch hier die Segel angezündet. Dann können wir zurück zu Chandris hier einmal nach der Landung und kriegen hier eine unnatürliche Mannschaft. Garstige Kristalle, garstigere Leute und die Königsruhe. Das Ganze hier ist auch wieder recht selbst erklären, denn dafür müssen wir einfach nur ein paar NPCs töten und die Kristalle anklicken. Und dann hier beendet die Bedrohung, wobei da fehlt ein R, glaube ich, drinnen, beendet die Bedrohung durch die Sun Lane. Das können wir wieder annehmen und jetzt müssen wir den Blutprinzen besiegen. Nachdem ihr Blutlord Draven dann unter Deck besiegt habt, müsst ihr einfach nur aus einem der Fenster springen oder von Deck springen. Einmal ein bisschen wegschwimmen vom Schiff, dann kriegt ihr wieder den Signalgeber und dann könnt ihr euch hier raus befördern lassen. Bevor ihr allerdings komplett weg seid, müsst ihr erst noch mit Chandris reden, die Quest beenden, Folgequest annehmen und zwar eine saubere Flucht. Damit sind wir erneut hier auf dem Schiff angekommen, können das hier beenden und damit fehlt uns hier noch das letzte Kapitel für Gerüste zum Krieg und das fängt ebenfalls wieder bei Virmban an und zwar die Flotte versenken. Dafür treffen wir uns in Xibala mit allen, die wir bisher über die Questreihe kennengelernt haben, können das hier erneut wieder abgeben und müssen uns hier nochmal den Schlachtplan anhören. Und nachdem sie sich hier besprochen haben, können wir das wieder abgeben und kriegen dann von Falstad die Quest im Schutz von Flinkschwinge und dann sehen wir schon, können wir hier einfach rüberfliegen mit allen an Bord. Nachdem wir gelandet sind, können wir es bei Kelsey wieder beenden und kriegen hier Schiffslogbücher. Dann kriegen wir hier von Kishan noch die Paku sabotieren. Wenn ihr da ein paar Mobs getötet habt und die Zettel gelootet habt und dann müsst ihr auch noch nebenbei einfach runtertauchen und die Bomben am Rumpf platzieren, dann könnt ihr das wieder hier zurückbringen, beide Quests. Und dann geht es hier gleich weiter und zwar mit das vergrößerte Miniatur-Unterseeboot. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Unterwasserseeboot können wir hier wieder an Land gehen und mit Chandris reden. Dann kriegen wir hier, der Feind meines Feindes ist meine Verkleidung. Da kriegen wir ganz einfach eine Verkleidung, indem wir hier mit ihm reden. Wenn wir die Verkleidung haben, dann können wir es gleich wieder abgeben und kriegen hier gleich mehrere Quests und zwar direkt vor ihrer Nase. Wir kriegen Informationsvorenthaltung und vom Magister Umbrick kriegen wir noch Reise ins Leere. Wenn wir hier wieder alles fertig sabotiert haben, dann können wir es wieder abgeben und kriegen als Folgequest Der Sieg ist sicher. Halford Virmban wartet nämlich bereits in Xibala auf uns, bei dem können wir das Ganze dann wieder abgeben und kriegen die Folgequest Der Sieg war sicher. Nach einem kurzen Flug auf dem Greifen werden wir zu Graals Ruf hier rüber geflogen, können dann hier mit Halford Virmban erneut reden und dann kriegen wir hier die Quest Keiner darf überleben. Wenn wir die 10 Zandalari erneut erledigt haben, dann können wir sie wieder abgeben und kriegen mit ihrem Rat am Ende. Und nachdem wir sie erledigt haben, und zwar ganz unter Deck, müsst ihr einmal rein, können wir es gleich wieder bei ihm abgeben und kriegen hier das Töten beenden. Und hierfür müssen wir diesmal zum Abgeben nicht zurück nach Boralus, sondern ihr müsst zurück nach Sturmwind, und zwar in die Burg Sturmwind, das ist hier ganz oben. Dort findet ihr Anduin und da könnt ihr wiederum die Quest beenden und kriegt damit Gerüste zum Krieg. Damit sind wir allerdings noch nicht ganz durch. Allerdings hättet ihr hiermit schon die Erfüllungen für die Dunkleisenzwerge abgeschlossen. Jetzt kommen nämlich noch die neueren Kapitel dazu. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Part der Kriegskampagne und das ist jetzt der letzte Erfolg, den wir jetzt noch brauchen. Das sind 4 Kapitel, das ist Wogen der Rache. Das Ganze fängt an und zwar hier hinter uns bei Matthias Shaw. Da ist der gute Schurke hier und zwar ist das die Quest Die Ruhe vor dem Sturm. Hier müssen wir wieder mal zu Lord Admiral ins Ruh und zwar hier bei der Burg Brachtmeer müssen wir hier kurz die RP-Sequenz anhören. Danach können wir das hier abgeben bei Jaina und kriegen als Folgequest zur Angelpunktwerft. Wenn wir hier angekommen sind an der Werft, können wir hier gleich wieder mit Jaina reden, können das bei ihr beenden und kriegen hier Durchhalten als Folgequest. Wenn wir hier die 2 Angriffswellen und anschließend den Boss hier besiegt haben, dann ist das hier fertig. Dann können wir es wieder bei Jaina abgeben und kriegen hier gleich mehrere Folgequests und zwar belagerte Verbündete, schlag die Horde zurück und von Telia kriegen wir hier noch Patrouille in Bredouille. Und eine Quest gibt es noch dazu und zwar von Okri, die ploppt dann nachher erst auf und das ist Zeppelin-Zäsur. Da können wir hier gleich wieder alles abgeben und dann kriegen wir hier Sturmtakler auftakeln als Folgequest. Haben wir auch hier die Waffen reingeschafft, können wir das wieder zu Rosalinda zurücktragen. Dann kriegen wir hier gleich nochmal einige und zwar Bullverblähne, Gasmaskerade und wir kriegen hier hinten auch noch befreit Hakenschnabel. Am besten schaut ihr, dass ihr bei der Quest euch gleich durchkämpft, dann kommt ihr nämlich gleich hier vorne raus. Das müsst ihr nämlich hier ein Stück weiter nahe der Mauer bzw. hier dem
der Ausfahrt abgeben. Da finden wir nämlich alle drei hier wieder, können hier wieder alle drei Quests ganz simpel beenden bei den Guten. Und dann kriegen wir auch schon von Rosalinde hier Gluck, Gluck, Gluck. Nachdem wir die Boote hier versenkt haben, können wir einmal kurz mit Jaina sprechen. Die macht hier dann eine riesengroße Eiswand zwischen, damit ihr nicht mehr durchfahren können, und kriegen hier gleich von ihr nochmal die Pioniere aufhalten. Die Bomben wurden entschärft und die Anführerin besiegt. Dann könnt ihr hier unten so ein arkanes Orb anklicken. Das bringt euch dann hier hoch auf die Mauer, könnt bei Jaina das Ganze wieder beenden und kriegen dann noch Expresslieferungen. Damit haben wir die Horde hier aufgehalten, damit die Schiffe auch noch alle zerstört wurden. Dann können wir das hier bei ihr abgeben und wir kriegen hier mit besten Dank zurück, weil wir hier die Kampagne abgeschlossen haben. Noch sind wir aber nach wie vor nicht ganz fertig, denn das ist erst das erste Kapitel, denn wir können hier noch eine Quest bei ihr annehmen, und zwar der Krieg marschiert weiter. Jetzt dürfen wir wieder zurück hier aufs Schiff, und zwar in Boralos, und dort können wir bei Halford Wirmbahn die Quest wieder mal beenden. Und jetzt sehen wir schon, der Krieg marschiert weiter. Erste von den vier Kapiteln haben wir abgeschlossen. Könnt ihr gleich das nächste annehmen, und zwar heikle Informationen. Dafür geht es wieder mal nach Xibala. Dort treffen wir schon gleich auf Kelsey Stahlfunken, können das hier bei ihr beenden und kriegen Das ist riesig. Nachdem wir uns mit Max unterhalten haben, können wir es wieder beenden und kriegen anschließend hier von Max wahrlich große Macht. Indem wir das hier an den Hühnchen getestet haben, können wir es dann erneut abgeben und kriegen ein Wildtier mit Krebs. Hier treffen wir nämlich auf Grong als Questgeber. Das erklärt auch, warum er dann später in einer der Instanzen aus BFA bzw. aus einem der Raids aus BFA zu einem der Bosse wurde. Nur wer sich da mal gewundert hat, können das hier beenden und dann kriegen wir hier keine andere Option und Freiheit für die Dakani. Haben wir alle befreit, als auch die restlichen getötet, dann können wir bei Grong das abgeben und kriegen als Folgequest bittersüßer Abschied. Dafür müssen wir einfach nur in Grongs Grotte reinlaufen, dort wartet er dann auch schon auf uns, können das beenden bei ihm und dann das Wohl der vielen annehmen. Dann müssen wir hier einmal mit dem guten Grong zurückreiten, dann kommen wir nämlich hier an, das dauert leider ein bisschen, und dann können wir hier bei Morten Ritzelwald einmal die Quest beenden, kriegen hier grundlegende Aufgaben als Folgequest. Hier müssen wir den guten Grong dann benutzen, um ein kleines Spazierchen zu machen und ein bisschen zu probieren, den guten zu steuern. Wenn wir das gemacht haben, können wir es beenden. Dann gibt es hier Grongs Größe und von Max hier nebenbei gibt es Kernkalibrierung. Dafür müssen wir das Ganze hier einmal an den Goblins ausprobieren. Die müsst ihr zuerst töten, bevor ihr sie schlussendlich hier mit dem Kalibrierungsgerät halt, damit ihr da interagieren könnt. Danach können wir wieder zurück, können wieder beides beenden und dann kriegen wir hier von Max die Folgequest, die Großmachung. Jetzt haben wir den guten Grong erstmal vergrößert, bis zum geht nicht mehr. Jetzt können wir die Quest nämlich wieder beenden und dann kriegen wir hier totale Tempelzerstörung. Wir sehen leider schon, der gute Grong lässt sich nach der Zeit hier nicht mehr halten. Vor allem nachdem wir hier ins Portal gegangen sind und mit ihm mal ordentlich randaliert haben. Dann können wir das bei Kelsey beenden und kriegen hier ein hübsches Nickerchen. Da haben wir dem Guten erstmal schlafen geschickt, können sie wieder beenden und jetzt kriegen wir der Schläfer. Diese Quest, die dürfen wir wieder mal bei Halford Wirmbahn beenden. Der wartet natürlich wieder auf dem Schiff in Boralos auf uns, heißt also wieder zurückreisen, können das hier beenden und haben damit Kapitel 2 von 4. Damit können wir auch gleich das dritte annehmen und das beginnt hier mit das abyssische Zepter. Müssen erneut wieder mal nach Xibala reisen, dürfen dort mit Lady Jaina Brachtmeer reden. Haben wir das gemacht, dann gibt's hier Schatzkammerjäger. Zwar müssen wir uns ganz kurz anhören, was Jaina zu sagen hat und im Anschluss dürfen wir durch das Portal gehen und sind jetzt in der Schatzkammer. Und jetzt gibt's hier so ein Indiana Jones Flashback und müssen hier einfach das Szenario durchmachen. Das Szenario, das dauert ein bisschen, da müsst ihr einfach mehrere Fallen überstehen, alles entschärfen und mehrere Gegner besiegen. Sollte aber zumindest auf Level 50 bis 60 kein Problem mehr sein. Ist auf jeden Fall eine witzigere Quest, wo man ein bisschen durchstaffen muss. Dann können wir hier wieder raus ganz am Ende und können das hier wieder abgeben. Missetat begann, können wir dann wieder annehmen und müssen jetzt zurück nach Boralos. In Boralos können wir zum vorletzten Mal das Ganze bei Halford Wirmbahn beenden und wenn wir das machen, dürfen wir uns hier auch noch für den Transmog entscheiden und sehen schon, Missetat begann, abgeschlossen. Damit fehlt nur noch das letzte Kapitel und das ist der im Licht wandelt. Das können wir natürlich auch gleich wieder hier annehmen und das startet hier mit der Fall von Suldasar. Hier müssen wir uns erstmal in der Burg Brachtmeer im Labyrinth treffen. Sehr, sehr tricky, vor allem wenn man hier nicht fliegen kann. Man kann zwar oben drüber laufen, aber muss ja irgendwie wieder raus. Dann kann man nämlich hier Half und Wirmbahn die Quest beenden und von Klingenmeister Telamon kriegen wir dann der Marsch nach Nazmir. Dafür müssen wir jetzt erstmal ganz rüberreisen in Nazmir und zwar in der Nähe von der Nekropole, hier an den Strand. Dort können wir mit Lady Jaina Brachtmeer erneut reden, können das hier beenden und dann kriegen wir hier erstens unser Dorf
Dorf soll schöner werden und wir kriegen von Matthias Shaw hier noch Dunkleisenumtriebe. Hier müssen wir uns erstmal durch Zalamar kämpfen, dort wartet dann auch gleich der gute Klingenmeister auf uns, bei dem können wir dann beide Quests hier beenden, indem wir einfach mal die Dunkleisenbohrer hier anklicken und Bart Sandalari töten und kriegen dann Nebel des Krieges als Folgequest. Und nachdem wir hier mit Bruder Pike geredet haben, dann hüllt er hier alles in Nebel, damit die Horde beim Angriff nicht allzu viel sieht. Dann können wir hier mit Jaina wieder reden, beenden das hier bei ihr und dann kriegen wir Lauern im Sumpf als Folgequest. Hier müssen wir erneut wieder ein bisschen nach vorne stürmen, dann finden wir Jaina wieder hier vorne vor, können hier aber das Ganze abgeben und kriegen hier Regenguss von Zul'jan. Mit dem Wasserelementar können wir dann einmal über die Basis drüber fahren. Wenn wir das gemacht haben, dann wartet Jaina bereits wieder weiter vorne auf uns, wo wir gleich hingebracht werden, können das bei ihr beenden und kriegen hier einmal Machtdemonstration. Von Matthias Shaw kriegen wir ihre Bestien Zähmen und von Telamon kriegen wir noch der Mecha Oberdampfhammer. Hier müssen wir ganz einfach die Kriegsbestien kontrollieren, einmal den großen Roboter zerstören und ein paar Sandalari erledigen. Haben wir das wieder gemacht, warten sie wieder ein Stück weiter vorne auf uns, können hier wieder alles beenden und dann gibt es hier als Folgequest das Bluttor einnehmen. Dann dürfen wir einmal kurz mit dem Dino durch die Gegend laufen und alles überfahren. Haben wir das gemacht, geht es wieder zurück zu Matthias Shaw. Können das beenden, Lady Jaina Brachtmeer gibt uns dann, der im Licht wandelt und jetzt müssen wir zurück nach Boralus. Damit geht's also mit der Quest, der im Licht wandelt, zurück nach Boralus aufs Schiff. Hier können wir das gute Stück wieder bei dem guten Halford Wirmban beenden. Und damit kriegen wir hier auch schon Wogen der Rache. Und wenn ihr beide Kriegskampagnen gemacht habt, wie in meinem Fall hier auf beiden Seiten, dann kriegt ihr hier noch jede Geschichte hat zwei Seiten mit der Mount-Belohnung auf Seite der Horde und auf Seite der Allianz. Und damit würdet ihr also alle Voraussetzungen erfüllen, um die Kul'Tiraner schlussendlich freizuschalten. Das müsst ihr also alles abschließen und im Anschluss, wenn ihr das alles abgeschlossen habt an Erfolgen, dann geht's zurück nach Sturmwind. Und zwar hier oben zur Botschaft von Sturmwind. Wenn ihr hier nämlich reingeht, dann seht ihr hier alle Banner ausgestellt von den jeweiligen Völkern. Hier könnt ihr da alternativ auch einfach hingehen. Zum Beispiel hier haben wir die Kul'Tiraner, könnt ihr draufdrücken und dann sehen wir jetzt, wir haben alles abgeschlossen. Wir haben die Vereinte Nation abgeschlossen, wir haben Wogen der Rachen beendet, als auch hier Stufe 50 erreicht. Dann hier links zu sehen, bei den Kul'Tiranern selber, die hier ausgestellt sind, sehen wir auch gleich noch ihre Rüstung, die sie kriegen, wenn ihr einen selbstständig von 1 bis Stufe 50 levelt. Könnt ihr euch hier bei weiblich und männlich einmal ansehen. Diese Rüstung ist allerdings nur für Kul'Tiraner vorenthalten und ihr kriegt sie nur, wenn ihr levelt und nicht, wenn ihr den Charakter boostet. Und ihr könnt dann zusätzlich auch noch ein Reittier bekommen, das ihr kriegt, sobald ihr sie einmal freigeschalten habt. Das Freischalten selber, das macht ihr über Aisa Wolkensänger hier. Nachdem ihr die Intro-Quest kurz gemacht habt, da müsst ihr einfach nur alle Banner einmal anklicken, dann kriegt ihr nämlich hier die Quest für die Kul'Tiraner und das ist Handarbeit aus Kul'Tiras und der Questreihe könnt ihr dann ganz einfach folgen. Habt ihr diese beendet, habt ihr schlussendlich auf eurem kompletten Account die Kul'Tiraner freigeschalten. Das Reittier, das ihr erhaltet, wenn ihr die Kul'Tiraner schlussendlich freigeschalten habt, das ist hier das Streitross von Kul'Tiras. Das sieht sehr, sehr edel aus, wie ich finde. Die Rüstung ist sehr, sehr cool, generell, weil ich halt Pferdemaus im Allgemeinen immer sehr mag. Dann, wie gesagt, ihr kriegt die Heritage Armor, wenn ihr einen levelt. Die sehen wir hier auch nochmal ausgestellt an meinem Kul'Tiraner selber. Und ihr erhaltet auch noch einen Wappenrock, und zwar ist das der Wappenrock von Kul'Tiras. Den kann man hier nochmal zeigen. Der passt allerdings nicht allzu gut zu dem Set dazu, weil das Set generell diese Teile überschattet. Aber im Allgemeinen, wenn man gerne was anderes morgen will mit dem Tabard, warum denn nicht? Und das war's damit auch schon für das Freischalten der Kul'Tiraner. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit diesem Video hier helfen konnte. Wenn ja, Däumchen nach oben. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann könnt ihr wie immer gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Freischalten der Kul'Tiraner und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao.